Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste auf den Tribünen, ich begrüße Sie an diesem Nachmittag sehr herzlich zur 14. Sitzung des Ausschusses für Inneres und Heimat, den wir heute durchführen als öffentliche Anhörung zum Thema Finanzierung des politischen Islamismus in Deutschland, offenlegen und unterbinden. Ich bin Lars Castellucci, ich bin der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses und werde die Anhörung leiten und auch gleich noch etwas zum Ablauf sagen. Ich danke jetzt schon allen Sachverständigen für ihr Kommen, auch dafür, dass die Beiträge uns schriftlich alle eingegangen sind und zur Verfügung gestellt worden sind, und begrüße Sie in alphabetischer Reihenfolge: Herrn Dr. El Difraoui, Frau Gadi, Herrn Heinisch, Herrn Professor Korchid, Frau Oehlmann, Herrn Professor Rohe, Herrn Dr. Schindler, Frau Schönenbach, Herrn Vizepräsident Seelen und Herrn Dr. Steinberg. Für die Bundesregierung darf ich begrüßen die parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarze-Löhr-Sutter, und sie hat Herrn Dr. Vogel aus dem Bundesministerium für Inneres und Heimat mitgebracht zur Unterstützung und zum Zuhören. Selbst ist die Frau. Für die Arbeitsaufträge, die sich ergeben. So, die Sitzung wird live übertragen im Kanal 2 und auf der Homepage des Deutschen Bundestages, entsprechend später auch abrufbar sein über die Mediathek. Also ein Aufruf, sich gut zu benehmen, ist damit verbunden, aber auch Ihr Einverständnis vorausgesetzt, dass Sie damit einverstanden sind. Wir werden auch Wortprotokoll von dieser Sitzung erstellen, und das wird also alles entsprechend gut dokumentiert. Nochmal danke für die eingegangenen schriftlichen Unterlagen. Ich habe sie mit großem Interesse gelesen. Es verspricht eine spannende Anhörung zu werden. Ich glaube, man kann jetzt schon sagen, dass ein relevantes Thema für uns angesprochen ist. Auf der anderen Seite gibt es schon bei den Begriffen sehr unterschiedliche Zugänge. Und wenn über die Begriffe keine Klarheit ist, ist es natürlich sehr schwer für Politik, gute Maßnahmen, Gesetzesvorhaben, Projekte, Programme abzuleiten. Aber das ist für uns natürlich das Spannendste. Also wenn die Dinge so sind, wie wir sie heute besprechen, was sollen wir tun? Wir sind interessiert, von Ihnen allen zu hören. 2 Stunden haben wir uns dafür vorgenommen. Das heißt, wir haben kaum Zeit für so viel Sachverstand und werden deswegen wie verabredet sehr streng auf die 3 Minuten Eingangsstatement achten, die Sie gleich in alphabetischer Reihenfolge erhalten. Und danach steht den Kolleginnen und Kollegen der Fraktionen das Wort zu, so wie wir das aus dem Ausschuss kennen, und also immer im Wechsel von Regierung und Opposition in einer Fraktionsrunde. Dann machen wir noch mal eine Antwortrunde. Ich denke, eine 2. Fraktionsrunde wird möglich sein. Und das, der Erfahrung nach, dürfte dann die Sitzung dann auch beschließen. Wir haben für die Frage Runden Regeln in diesen Anhörungen, die ich jetzt schon mitteilen will und später noch mal wiederhole. In der 1. Fraktionsrunde kann jeder Fragesteller und jede Fragestellerin entweder 2 Fragen an einen oder eine Sachverständige oder eine gleiche Frage an 2 Sachverständige oder an 2 Sachverständige jeweils eine unterschiedliche Frage richten. Ich sage das gleich noch mal. Aber diese Regeln helfen uns auch in der Stringenz der Sitzung. Ich gehe davon aus, dass darüber jetzt auch Einvernehmen herrscht. Die Regeln sind ja aus der letzten Wahlperiode auch bekannt und bewährt. Und das ist der Fall. Und wir können einsteigen in die Beiträge unserer Sachverständigen. Und ich gebe das Wort Herrn Dr. El Difraoui. Ja, vielen Dank an die Damen und Herren für die Einladung zunächst. Ich werde mich jetzt ganz streng an die 3 Minuten halten und es wirklich sehr kurz machen. Ich beschäftige mich seit 30 Jahren mit politischem Islam, habe mit Dutzenden Akteuren des politischen Islam gesprochen, und ich teile die Meinung der CDU-Fraktion, dass der politische Islam langfristig Gefahren für Deutschland, eine Gefahr darstellen kann. Keine
wirkliche Bedrohung heutzutage ist, aber dennoch über die Jahrzehnte, über die nächsten Jahre den deutschen gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährden kann. Dies konnte ich zum Teil zum Beispiel in meinem Lebensmittelpunkt Frankreich beobachten, wo der politische Islam in bestimmten Gegenden wirklich für Spannungen gesorgt haben und den gesellschaftlichen Zusammenhang gefährdet haben. Ich bin auch der Meinung, dass die Finanzierung aus dem Ausland unterbunden werden muss. Da müssen Alternativen gefunden werden. Es muss eine deutsche Finanzierung gefunden werden. In der CDU-Vorlage ist von Katar die Rede und soweit ich mich erinnere, der Türkei. Aber es sind natürlich wesentlich mehr Länder noch. Es ist auch Marokko und Tunesien. Die probieren ihre nationalen Interessen und ihre Islaminterpretation nach Europa durch die Finanzierung hineinzubringen. Jetzt finde ich aber auch, dass der CDU-Antrag relativ kleinteilig ist, nicht die Wurzeln der Probleme wirklich angeht, entscheidende gesellschaftliche Problematiken nicht aufnimmt. Und habe drei konkrete Vorschläge. Das sind schwierige Vorschläge, schwierig umzusetzbare Vorschläge, die auch Jahrzehnte dauern werden, aber die wir endlich mal angehen müssen, um einen deutschen Islam zu schaffen, um Muslimen in Deutschland auch zu ermöglichen, ihren Alltagsislam zu leben. Also meine erste Idee ist, dass Moscheen, Gemeinden und Vereine wirklich nur aus deutschen Mitteln oder finanziert werden. Und dafür brauchen wir eine Institution. Das wurde schon vorher gefordert, die deutschen Muslime, die dies wünschen, repräsentiert und die vor allem als Körperschaft des öffentlichen Rechtes anerkannt wird. Dazu sollte die Islamkonferenz, die deutsche Islamkonferenz, wiederbelebt werden und eine Dynamik schaffen, um den Muslimen in Deutschland, die es wünschen, es sind natürlich viele Muslime in Deutschland, die wollen nur als deutsche Staatsbürgerschaft gesehen sollen und möchten, sind auch nicht sehr gläubig. Aber die Muslime, die sich das wünschen, denen muss geholfen werden, endlich diese Körperschaft des öffentlichen Rechtes zu schaffen, womit auch die Finanzierungsproblematik geregelt wäre. Gut, zweiter Vorschlag. Ich finde Teile der CDU-Vorlage stigmatisierend durch weitere Überwachung und so weiter. Generell muss der Extremismusprävention eine größere Rolle zukommen. Und da scheint es mir, dass wir endlich den Rechtsextremismus und den islamistischen Extremismus, die sich gegenseitig befruchten, in einer gemeinsamen Institution bekämpfen sollten. Etwa einem Staatsministerium, nicht einem Staatsministerium, einem Staatssekretariat oder einer Bundesbehörde gegen alle Extremisten und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Letzte Sache. Ich glaube, wir müssen auch international. Frau, wir müssen weitermachen. Sie haben später noch Gelegenheit, auch noch mal etwas nachzutragen. Dankeschön. Frau Gadi, bitte. Ja, vielen Dank. Gerdi wird der Name ausgesprochen. Vielen Dank für die Einladung. Ich möchte in der kurzen Zeit jetzt auf wesentliche Gefahren mich konzentrieren, die einhergehen mit der Verschärfung eines sicherheitspolitisch orientierten Verständnisses von Prävention durch staatliche Institutionen. Diese Gefahren umfassen ganz kurz die Verstetigung von antimuslimischem Rassismus, die Verstetigung von Islamismus und weiteren rechten Ideologien. In der Politik, in Sicherheitsbehörden und öffentlichen Debatten wird seit spätestens 2001 vorwiegend ein sicherheitspolitisch orientiertes Verständnis präventiver Maßnahmen ins Auge gefasst. Gleichzeitig verstetigt sich die gesamtgesellschaftliche Verankerung von antimuslimischem Rassismus. Antimuslimischer Rassismus als eine Sonderform von Rassismus klassifiziert und essentialisiert Religionszugehörigkeit, wodurch muslimisch markierte Personen, Gemeinden, Vereine und Communities der Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen potenziell erschwert wird. Gleichzeitig wird und damit wird Religionsfreiheit sowie der Schutz von Minderheiten entsprechend gefährdet. Gleichzeitig wird eine ideologiegeladene Normvorstellung einer nationalen, christlich-abendländlichen Identität verstärkt. Muslime sind jedoch ein wichtiger Teil von Deutschland, Deutschland als Migrationsgesellschaft gedacht. Seit Jahrzehnten prägen postmigrantische und muslimische Communities, Vereine und Gemeinden und Unternehmen und das Leben in Städten und Ländern. Migration war und ist eine Treibkraft für gesellschaftliche Veränderung und Modernisierung. Jahrzehnte jedoch sind politisch die Anerkennung von Migranten und von Muslimen in ihre Bedarfe vernachlässigt worden. Nicht zuletzt sind auch die Gefahren von antimuslimischem Rassismus unterschätzt und vernachlässigt worden.
Die Bedeutung von antimuslimischer Rassismus als Bestandteil der Rekrutierungsstrategie in den Narrativen islamistischen Akteuren und Gruppierungen ist jedoch nicht zu unterschätzen. Über einen allgemeinen Misstrauensdiskurs oder der Schlechterstellung von Musliminnen kommt es zudem immer wieder zur Schwächung der Perspektiven und Stimmen von Gemeindemitgliedern, die für interne selbstkritische Veränderungen plädieren und die die Öffnung der Gemeinden vorantreiben möchten, im Sinne auch eines gesellschaftlichen Dialoges. Die Verschärfung von Islamismus bringt auch die Gefahr der Verstetigung von rechten Ideologien mit sich. Dieser Aspekt ist politisch bisher stark vernachlässigt worden. Es bestehen Synergieeffekte und Allianzen zwischen islamistischen Bewegungen, nationalistischen Bewegungen wie beispielsweise auch den Grauen Wölfen und rechten Strukturen in Deutschland. Die Verschärfungen und Synergieeffekte beziehen sich unter anderem auf gemeinsame Bezüge von Antisemitismus und Antifeminismus. Zudem ist davon auszugehen, dass bei einer weiteren Verschärfung des antimuslimischen Rassismus weitere rechte Ideologien sich gesamtgesellschaftlich verstetigen. Nicht zuletzt bewirken rechte politische Diskurse um Schächtung und Beschneidungsverbote, um das Neutralitätsverbot brisante Synergieeffekte von antimuslimischem Rassismus, Antisemitismus und Sexismus. Frau Gerdi, kommen Sie zur Schlusskurve? Ja. Prävention und Interventionsmaßnahmen sind nicht alleinig in der Perspektive von Sicherheitspolitik sowie repressiven Sicherheitsmaßnahmen zu denken. Prävention wird immer bereits im Rahmen der Strategien der Bundesregierung weiter aufgefasst und umfasst ganzheitliche Aufgaben. Politik, Forschung und Zivilgesellschaft müssen gemeinsam betrachtet werden. Trotz dieser umfassenden. Frau Gerdi, wir müssen weitermachen. Okay. Vielen Dank. Ich entschuldige mich, dass wir keine Anzeige hier haben. Wenn Sie mal einen Blick zur Seite werfen, versuche ich Ihnen bei 2:30 ein Zeichen zu geben. Das ist die Unterstützung, die ich Ihnen jetzt zusagen kann. Das macht nicht unbedingt Spaß, aber das ist nötig für einen ordnungsgemäßen Ablauf hier. Dann ist Herr Heinisch unser nächster Sachverständiger. Ja, schönen guten Tag. In der Regel interessieren sich Politik und auch Medien vor allem nach dschihadistischen Anschlägen für den Islamismus. Und mit derselben Regelmäßigkeit geht es dann allerdings zumeist nicht um die hinter den Anschlägen stehende Ideologie. Die Kraft der Idee wird gerade in diesem Bereich Islamismus komplett vernachlässigt und unterschätzt, was angesichts der Analyse rechtsextremer Gewalttaten verwundert, wo man sich ihrer durchaus bewusst ist und auch dem ideologischen Umfeld das Wasser abzugraben trachtet. Die gängigen Erklärungsmuster für islamistische Terroristen sind Diskriminierung durch die Mehrheitsgesellschaft, Perspektivlosigkeit und soziale Deklassierung. Dass die genannten Faktoren im Denken und Handeln von Menschen eine Rolle spielen, ist eine Binsenweisheit, die aber hier den Kern des Phänomens verfehlt. So stellt sich doch zunächst die Frage, warum ausschließlich Muslime auf die genannten Faktoren mit terroristischer Gewalt reagieren und nicht auch etwa Vietnamesen oder Juden. Die Antwort ist eigentlich recht einfach. Es gibt keine Ideologie, in die die letzten beiden Gruppen sich hinein radikalisieren könnten. Zudem ereignet sich der Terror vor allem in Ländern, in denen diejenigen, die zu Fanatikern werden, weder in der Minderheit sind, noch Diskriminierungserfahrungen ausgesetzt sind. In Kabul, Bagdad, Aleppo, in Tunesien, in Pakistan, da zielt der Terror auf die Ungläubigen in dieser Gesellschaft, in Anführungszeichen, auf Christen, Jesiden, Aleviten und alle Muslime, die ihren Glauben anders verstehen und praktizieren als die Gotteskrieger. Und schließlich wissen wir seit 9/11, dass Gewaltbereitschaft sich durchaus mit guter Ausbildung und privilegierter Stellung verträgt. Die genannten Punkte können den islamischen Terror also nicht hinreichend erklären. Nach 20 Jahren islamistischem Terror in Europa wäre es damit an der Zeit, endlich den Blick nicht mehr nur auf den Dschihadismus zu richten, sondern auf die dahinterstehende Ideologie, die eben nicht nur von Dschihadisten geteilt wird, sondern auch von legalistischen Islamisten. Auch legalistisch operierende Islamisten, die zum Teil auch den Verbandsislam auch hier in Deutschland dominieren, teilen die Welt in Muslime und Nichtmuslime, imaginieren eine ideale islamische Weltgemeinschaft, propagieren islamische Überlegenheit, lehnen liberale Demokratie, allgemeine Menschenrechte und die Trennung von Religion und Staat ab. Und sie verbreiten das gleiche Narrativ einer muslimischen Gemeinschaft, die seit 1400 Jahren in steter Bedrängnis ist und bekämpft wird. Darauf können Dschihadisten letztlich ihre Propaganda aufbauen. Das sind Sachen, die ihnen, kann man nachher vielleicht noch ansprechen, die in ganz normalen Moscheen gepredigt werden. Um dieser Ideologie und ihren Proponenten, auch den legalistischen, politisch angemessen zu begegnen, bedarf es fundierter wissenschaftlicher Forschung und Informationsgewinnung, denn daran mangelt es offenkundig.
Wenn wir uns die Finanzierung ansehen, fällt nämlich auf, dass eine ganze Reihe von Akteuren aus diesem Feld einen Teil ihrer Finanzmittel aus staatlichen Fördertöpfen beziehen. Um das in Zukunft zu verhindern, wäre sowohl Forschung in diesem Bereich, eine Identifizierung der Akteure als auch ein permanentes Monitoring derselben wünschenswert. Danke. Vielen Dank auch für die Punktlandung, Professor Kochid. Ja, vielen Dank. Fünf Punkte in Stichworten. Ab jetzt gehen wir. Mikrofone bitte wieder ausmachen. Die Sachverständigen, die sie noch anhaben, sonst funktioniert die Anlage nicht. Vielen Dank. Ab jetzt gelten meine Fragen. Okay. Also fünf Punkte in Stichworten. Erster Punkt, wir stehen hier vor, oder öfters, oft wir werden zwei Phänomene gegeneinander ausgespielt. Einmal antimuslimischer Rassismus oder Islamfeindlichkeit und auf der anderen Seite das Phänomen des politischen Islamismus. Ja, in unserer Gesellschaft gibt es Islamfeindlichkeit, aber diese darf nicht ausgespielt werden gegen das Phänomen des politischen Islamismus. Wir müssen uns mit beiden Phänomenen auseinandersetzen und das gemeint wird, ja, das Phänomen des politischen Islams ist nicht so konkret definiert. Das gilt für alle Phänomene in der Wissenschaft. Das soll uns nicht daran hindern, uns damit auseinanderzusetzen. Zweiter Punkt. Anhand eines Beispiels möchte ich nur die These unterstreichen, dass es ein Bewusstsein in unserer Gesellschaft fehlt, was es heißt, politischer Islamismus, und dass wir mit solchen Organisationen, die diesen vertreten, auch kooperieren. In fast allen Stellungnahmen der Expertinnen und Experten, die eingereicht wurden, kommen drei bzw. zwei, fast in allen Stellungnahmen, zwei Organisationen kommen vor, die Muslimbrüderschaft als Beispiel des politischen Islamismus und das Zentrum in Hamburg. Andere erwähnen, oder zwei, glaube ich, Stellungnahmen erwähnen, ATIB bzw. die Grauen Wölfe. Und alle drei Organisationen, die benannt werden in Stellungnahmen, wären strukturell vertreten von ZMD, Zentralrat der Muslime, die wiederum Ansprechpartner für den Staat in Bestimmung der Inhalte des islamischen Religionsunterrichts an öffentlichen Schulen bzw. die Theologien an den Universitäten. Und das zeigt auch hier, dass, obwohl die Expertinnen und Experten das immer wieder als Beispiele bringen, die politische, also politisch gehandelt wird, in eine andere Richtung. Dritter Punkt, Finanzierung, das ist die eigentliche Fragestellung, des, also warum wir hier sind. Wir wissen in der Wissenschaft viel zu wenig über die Finanzierungsstrukturen des sogenannten politischen Islams. Wir wissen viel zu wenig über Netzwerke. Es gibt kaum Forschungen dazu. Interessanterweise in Deutschland gibt es keinen einzigen Lehrstuhl, der sich mit dem Thema politischen Islam sich auseinandersetzt. Und deshalb darf man sich nicht wundern, dass hier große Forschungslücken gibt. Das bedeutet, vierter Punkt, es braucht engere Zusammenarbeit zwischen Behörden, Sicherheitsbehörden und der Wissenschaft. Die Sicherheitsbehörden brauchen auch mehr Zugang, aber auch die Wissenschaft braucht mehr Zugang zu Thema Finanzierung. Das braucht auch Zugang deshalb, weil wir nicht, also nicht weiterkommen, wenn wir Personen erforschen, sondern es muss hier um Netzwerke gehen, Netzwerkforschung. Letzter Punkt wurde schon erwähnt, dass immer wieder assoziiert wird mit Islamismus, Thema Terrorismus, Thema Gewalt, und die Ideologie dahinter wird vernachlässigt. Und leider muss ich das einbringen, das zeigt sich am Beispiel, dass unser Expertenkreis politischer Islamismus, der für ein Jahr sehr gut auch gearbeitet hat, mit klaren Empfehlungen am Ende, jetzt nach Ablauf des einen Jahres nicht mehr verlängert wird. Und das zeigt, dass auch in der Politik, dass da fehlende Sensibilität und fehlendes Bewusstsein für die, für diese Thematik besteht. Danke. Vielen Dank. Frau Oehlmann, bitte. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter stellvertretender Vorsitzender Herr Castellucci. Ich begrüße, dass bei diesem wichtigen Thema die SPD neben den Experten aus der Wissenschaft und den Sicherheitsbehörden auch die Zivilgesellschaft der Präventionspraxis zu Wort kommen lässt und um eine Einschätzung bittet. Als Vertreterin der Bundesarbeitsgemeinschaft Religiös begründeter Extremismus, einer Dachorganisation von über 30 Organisationen der zivilgesellschaftlichen Prävention, halte ich dieses Thema für äußerst relevant. Ich möchte zunächst darauf hinweisen, dass der Begriff politischer Islamismus eine Tautologie ist. Dennoch will ich hier die Begriffsdebatte nicht ausweiten und im Folgenden den Begriff legalistischer Islamismus verwenden. Auch dieser ist nicht ganz unproblematisch.
unabhängig von den Begriffsdebatten ist das Phänomen selbst relevant und muss in den Blick genommen werden, ohne dabei einerseits überhöht oder verharmlost zu werden. Das Thema ist komplex und hat Einfluss auf das politische Geschehen in Deutschland und beeinflusst den Alltag entscheidend auch von Musliminnen. Eine klare Abgrenzung zwischen legalistischem Islamismus und konservativen Organisationen, die beispielsweise ebenfalls antisemitische, homophobe und frauenverachtende Einstellungen oder eben auch eine rigide Religionsausübung leben, fällt schwer. Und damit soll in keinem Fall suggeriert werden, dass das nicht problematisch wäre. Das ist es in jedem Fall. Aber es bedarf eben ein klares Verständnis davon, welche Positionen wir in einer Demokratie auch aushalten müssen und gegen welche wir uns auch klar positionieren und wehren müssen. Dies tun unter anderem zivilgesellschaftliche Organisationen, diverse Akteurinnen. Und all diese Akteure sind Teil auch eine muslimische Gemeinschaft in Deutschland. Muslime, die sich gegen diese Position auch klar äußern. Der Fokus auf legalistischen Islamismus darf also nicht dazu führen, dass die politische Beteiligung von muslimischen Akteuren unter Generalverdacht gestellt wird und die Arbeit von muslimischen Trägern auch in der Präventionsarbeit in ein Rechtfertigungsdilemma gerät. Tatsächlich kann dieser Diskurs auch dazu führen, dass es zu Politikverdrossenheit bei den entsprechenden Akteuren führt. Und diese Konsequenzen sind tatsächlich sehr negativ. Selbstverständlich sollten die im Antrag geforderten Finanzierung und Einflussnahme aus Ländern wie dem Iran oder Saudi-Arabien gestoppt werden. Und hier bedarf es weiterer Forschung. Die Ausweitung des Transparenzregisters wäre hier beispielsweise eine sinnvolle Maßnahme. Um mit legalistischem Islamismus umzugehen, muss auf erfolgreiche Präventionsmaßnahmen aufgebaut werden und diese müssen langfristig umgesetzt werden. Dies kann beispielsweise durch das Demokratiefördergesetz realisiert werden. Als BRG Relex, als Bundesarbeitsgemeinschaft setzen wir uns für eine pädagogische und politisch bildnerische Ansätze der Präventionsarbeit ein, im Gegensatz zu einem verstärkten Fokus auf sicherheitspolitische Maßnahmen. Es gilt, das Phänomen des legalistischen Islamismus ohne Alarmismus in den Blick zu nehmen und die Erkenntnisse über die Gruppierung durch Forschung und einen Transfer zwischen Wissenschaft und zivilgesellschaftlicher Praxis zu untermauern. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Und Professor Rohr. Besten Dank, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich denke, es besteht Einigkeit darüber, dass der Rechtsstaat sich effizient verteidigen muss gegenüber jeder Art von Extremismus, auch Extremismus, wenn er religiös oder weltanschaulich einen politischen Machtanspruch erhebt. Die Schwierigkeit ist, welche Akteure sind davon zu erfassen und wie gewinnt man Kenntnis über diese Akteure? Mir scheint der Antrag in der ersten Komponente sehr deutlich zu sein. Bei der zweiten Komponente erkenne ich eine Stigmatisierung, weil hier sämtliche Moscheevereine angesprochen werden, während andere Religionsgemeinschaften nicht erwähnt werden. Hier wird also ein Generalverdacht formuliert, der meines Erachtens nicht sachgerecht ist. Wir bedürfen zunächst mal der konkreten Erfassung der Probleme. Und das darf meines Erachtens sich nicht auf eine Religionsgemeinschaft beschränken, sondern der problemorientierte Zugang bedarf einer Inblicknahme aller potenziellen Akteurinnen und Akteure. Und das ist mir besonders wichtig, wir müssen abgrenzen zwischen denjenigen, die versuchen, einen Herrschaftsanspruch durchzusetzen, sei es im sozialen Bereich oder durch institutionelle Unterwanderung einerseits, und denen, die einen traditionellen, vielleicht auch traditionalistischen Lebenswandel pflegen und vielleicht auch vertreten. Und wir müssen aufpassen, dass wir über die Benennung zum Beispiel muslimischer Gruppierungen nicht auch das orthodoxe Judentum aus dem deutschen Religionskonsens hinaus definieren. Und es gibt auch andere Religionsgemeinschaften jenseits des Islam, denen gleichberechtigende Geschlechter und Religionen nicht dem Kernbestand, sage ich mal, ihrer theologischen Traditionen entspricht. Das heißt, auch wenn bestimmte Positionen sicherlich kritikwürdig sind, man darf sie vertreten, solange man nicht versucht, sie anderen aufzuzwingen. Das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Feststellung. Und erst wenn man sich diese
Unterscheidung klar gemacht hat, kann man dann einzelne Akteure und Akteurinnen versuchen zu identifizieren. Und dies bitte vor allem nach den Inhalten, die sie vertreten. Und nicht nach der Frage, wer mit wem Tee getrunken hat. Es kann schon auch mal interessant und wichtig sein, wer mit wem zum Beispiel in ständigem Kontakt steht oder gar organisatorisch verflochten ist. Aber wir müssen zunächst einmal identifizieren, welche Inhalte vertreten die Leute mit belastbaren Fakten. Und erst dann kann man konkrete Maßnahmen ergreifen. Dazu bedarf es allerdings auch der nötigen Expertise. Und der dritte Schritt wird sicherlich sein, dann auch die Finanzierungsfragen zu klären. Da haben andere hier am Tisch mehr Expertise, deswegen sage ich dazu zunächst nichts, sondern ich halte es für wichtig, dass in diesem Antrag deutlich gemacht wird, Auslandsfinanzierung per se ist noch kein Verdachtsfall. Also man muss genau hinschauen. Und schließlich bedarf es vor allem auch der Ressourcen für die entsprechenden Organisationen und Sicherheitsbehörden. Diese Ressourcen scheitern manchmal schon an den Übernachtungskosten. Bei einer interessanten Tagung, wenn ein Hotel in München beispielsweise nicht finanzierbar ist, sondern nur ein Schließfach in dieser Stadt. Also wir haben Finanzierungsprobleme an verschiedenen Ecken, glaube ich. Wir brauchen eine gute Ausstattung der Behörden, die sich mit diesen Dingen auseinandersetzen. Dankeschön. Vielen Dank. Sie sehen, die Uhr war noch strenger als ich. Das motiviert mich jetzt allerdings. Und jetzt hört es gar nicht mehr auf, das ist ja furchtbar. Ja, das, das ist wie im Theater oder in der Oper. Schrecklich. Am besten. So, jetzt haben wir die nötige Aufmerksamkeit für Herrn Dr. Schindler. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Zunächst einmal herzlichen Dank für die Möglichkeit, an der heutigen Anhörung teilnehmen zu können. Meine schriftliche Stellungnahme konzentriert sich auf die Frage, wie die Aufklärung und, falls notwendig, die Bekämpfung der Finanzierung des legalistischen Islamismus, also einer nicht gewaltbereiten extremistischen Strömung, effektiver gestaltet werden kann. Im Mittelpunkt meiner Überlegung steht, dass die Bearbeitung dieser Herausforderung ein notwendiges Element einer präventiven Gesamtstrategie gegen jede Art extremistischer Strömungen ist. Ohne Finanzierung sind die Wirkungsmöglichkeiten extremistischer Bestrebungen begrenzt. Wie in meiner Stellungnahme ausgeführt, stellt leider jedoch schon die Aufklärung solcher Finanzaktivitäten eine nicht zu unterschätzende Hürde dar. Dies beruht auf einer Reihe von Faktoren. Zunächst ist festzustellen, dass der Terminus Extremismus nicht rechtlich verankert ist, sondern auf administrativer Praxis beruht. Daher sind Vereins- und Betätigungsverbote sowie die Ausweisung als Beobachtungsobjekte auf Bundes- und Länderebene wichtige Instrumente, um den Bereich des legalistischen Islamismus zu definieren. Folgerichtig gibt es im Strafgesetz keinen Tatbestand der Extremismusfinanzierung. Das ist meiner Meinung nach eine erstaunliche Lücke im Umgang mit Organisationen, welche die freiheitlich-demokratische Grundordnung unterwandern und ersetzen wollen. Hier sollte eine klarere rechtliche Grundlage geschaffen werden. Aufgrund der komplizierten Rechtssituation sind notwendigerweise die Befugnisse der Verfassungsschutzbehörden begrenzt. Hier ist insbesondere die rechtlich verankerte Differenzierung der Aufklärungsinstrumente zwischen gewaltbereiten und nicht gewaltbereiten extremistischen Strömungen zu nennen. Da Strafverfolgungsbehörden nur aufgrund eines begründeten Anfangsverdachts aktiv werden können, resultieren begrenzte Aufklärungsmöglichkeiten die Chance, dass solche Verdachtsmomente erkannt werden. Hier sollte geprüft werden, ob die bestehende Differenzierung zielführend ist. Die Offenlegung von Finanzzuwendungen an Körperschaften aus dem Ausland ist aktuell keine rechtliche Verpflichtung. Das Finanzgebaren von Körperschaften ist lediglich dem lokalen Finanzamt bekannt und fallen unter das Steuergesetz. Damit sind auch Finanzströme extremistischer Organisationen für öffentliche Analyse effektiv geschützt. In anderen Ländern, wie zum Beispiel im Vereinigten Königreich oder den Vereinigten Staaten, ist die Veröffentlichung der Finanzdaten gemeinnütziger und steuerbegünstiger Körperschaften rechtlich verpflichtend, ohne dass sich hieraus eine Behinderung deren Aktivitäten erkennen lässt. Auch in diesem Fall sollte geprüft werden, ob ein gewisses Maß an Transparenz nicht sinnvoll wäre. Mit dem neuen Zuwendungsempfängerregister sollen ab 2024 die Grunddaten von Körperschaften zentral und öffentlich erhältlich sein. Dies ist zu begrüßen und wird eine wesentliche Arbeitserleichterung darstellen. Wie jedoch im aktuellen Bericht der Financial Action Task Force, FATF, in Bezug auf das schon bestehende Transparenzregister angemerkt, sollten Daten eines solchen Registers regelmäßig auf Vollständigkeit und Korrektheit geprüft werden. Daher ist es wichtig, interne Kontrollmechanismen beim Bundesamt für Steuern einzurichten oder auszubauen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die Fragen. Vielen Dank. Und wir kommen zu Frau Schönbach. Ich danke auch für die Einladung. Ich werde mir erlauben, es anders zu machen als die anderen Sachverständigen, weil ich aus der Praxis komme, und zwar erst auf ein paar konkrete Dinge einzugehen, bevor ich zum Grundsätzlichen komme.
Hier ist ja öfter mal zum Beispiel das IZH in Hamburg genannt worden. Da haben wir Fälle, wo es durchaus legale Religionspraxis gibt, um etwas von der Begriffsdefinition wegzukommen, die sich dann mit extremistischen Phänomenen überlappt. Zum Beispiel der verurteilte Terrorist Assadollah Assadi, der jetzt in Belgien im Gefängnis sitzt, hat einige seiner Zahlungen innerhalb des IZH Hamburgs abgewandelt. Generell ist es aber so, dass die Konzentration nur auf die Ausübung von Religionsstätten, also in der Ausübung von Religionsstätten, fehlgeleitet ist, wenn man tatsächlich praktisch Extremismus bekämpfen will. Sie haben Kampfsportschulen, sie haben Jugendclubs, sie haben Sprachschulen, inoffizielle Treffen und so weiter. Eine der Möglichkeiten ist das, was mein Kollege Herr Schindler gerade schon gesagt hat, generell die Offenlegung der Finanzen zu fordern. Und zwar von jedem Verein. Völlig egal, ob der sich dem Tierschutz verschrieben hat, der Religionspraxis oder anderer Dinge. Körperschaften und Vereine in Deutschland, vor allem Vereine, sind eine Blackbox. Das ist ein riesiges Problem bei der Aufklärung, nicht nur von Extremismus, sondern auch von Geldwäsche. Das wäre der erste Punkt. Wir müssten das Dunkelfeld erhellen, wenn wir effektiv dagegen vorgehen wollen. Und das macht man, indem man sie zwingt, die Finanzen offenzulegen. Das ist einer der Punkte. Ein kleiner Hinweis auf die Stellungnahme von Herrn Selin. Damit deckt man natürlich das Dunkelfeld auf in dem Extremismusbereich. Allerdings kann man damit nicht Hawaladas, also islamische, sagen wir mal, islamische Finanzierungstransaktionen, die nicht über das Bankensystem laufen, noch Cryptocurrencies feststellen. Hier ist aber ein Phänomen, das ich sehr bedauerlich finde, das selten genannt wird, die Mithilfe der Gemeinschaften. Es gibt unglaublich viele Hinweisgeber innerhalb der Communities, sowohl auf Cryptocurrencies, wenn die gesammelt werden, die schwierig nachzuvollziehen sind, als auch auf Hawaladas. Das heißt, hier müsste man arbeiten mit den Leuten. Da ist natürlich dann die Frage, wie sehr die Ermittlungskompetenz das zulässt. Ich darf mich mit jedem unterhalten, die Kollegin von Herrn Selin nur sehr eingeschränkt, was auch sinnvoll ist. Aber da müsste man schauen, in welchen Bereichen Ermittlungen machbar wird, die dann dieses sehr kleine, aber größer werdende Feld erhellen. Grundsätzlich als letzten Punkt, weil das angesprochen wurde, die Diskriminierungserfahrung und die Stigmatisierungsgefahr. Ich halte es für sehr viel gefährlicher zu sagen, wir legalisieren die Religionsgemeinschaften, um Extremismus zu bekämpfen, weil damit machen wir es möglich, dass wir Personen und Organisationen mit extremistischen Verbindungen eine Macht über ganze Communities geben und stigmatisieren jeden nach Herkunft durch die Religion, indem wir sie als Muslime kollektivieren. Ich würde sehr darauf achten, dass man Extremismusbekämpfung, Integration von Integration und sonstigen Bemühungen, Religionen zu offiziellen Körperschaften zu machen, trennt. Damit Dankeschön. Vielen Dank. Und Herr Seelen. Sie haben es mir einfach gemacht. Viele Aspekte sind angesprochen worden. Ich möchte in der Debatte einem Webfehler entgegenwirken. Wir sprechen hier nur von Extremismus. Das heißt also, alles, was im Vorfeld bzw. in einem legalen Bereich sich bewegt, ist nicht unser Thema heute. Das soll heißen, wir bewegen uns jenseits der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und dementsprechend legalistischer Islamismus ist Extremismus und dementsprechend unserer Tätigkeit auch eröffnet. Wir haben einen ganzheitlichen Ansatz. Das heißt also, uns geht es darum, gerade in diesem extremistischen Feld Kennlinien, Personenzusammenschlüsse, Aktivitäten, Ziele von Akteuren, aber auch deren Finanzierung aufzudecken. Hier sehen wir einen erheblichen Punkt, das ist gerade angesprochen worden, in Mitgliedsbeiträgen, Spenden, Transfers vom Bargeld per Geldkurieren, aber auch dem Hawala-System, aber auch der Verwendung von erlangten Mitteln, nämlich in einem Geschäftsgebaren. Das ist eine umfangreiche Herausforderung, hier klare Verhältnisse zu schaffen, um auch Aktivitäten als extremistisch oder unterstützende Tätigkeiten im Zusammenhang von Extremismus im Endeffekt zu detektieren. Darüber hinaus ist aber auch ein Ziel, über Finanzströme Netzwerke aufzudecken. Nicht immer ist es so, dass ein Finanzstrom in diesem Beobachtungsobjekt endet, sondern oftmals gehen Finanztransaktionen aus dem Beobachtungsobjekt heraus, auch ins Ausland, oder es gibt ausländische Investments.
Erschwert wird diese Konstellation auch dadurch, dass wir moderne Zahlungsverkehre haben. Nehmen Sie beispielsweise Zahlungsfunktionen per Telegram oder anderen Social Media, die Zahlungssysteme mehr und mehr anbieten. Auch das ist eine zentrale Herausforderung. Die Organisationen, die genannt wurden, möchte ich nicht wiederholen. Diese sind hinlänglich bekannt. Hier sehen wir gerade im Bereich des legalistischen Extremismus, des legalistischen Salafismus eine erhebliche Herausforderung daraus, dass sie gerade nicht gewaltverherrlichend agieren oder gewaltbefürwortend agieren, sondern rein im politischen Bereich sind. Hier sind unsere Finanzermittlungsmöglichkeiten extrem beschränkt. Wir können zwar beispielsweise Kontoinhaber detektieren in einem solchen Kontext, aber darüber hinausgehende Finanzermittlungen sind uns verwehrt. So kann man Netzwerke nicht effizient aufklären. Und von daher kann ich die Forderungen, die hier gestellt wurden, sehr gut nachvollziehen. Das würde uns viele Möglichkeiten eröffnen, um hier Extremismus effizient aufzuklären. Damit bin ich bei 3 Minuten und 2 Sekunden. Danke. Kommt ins Protokoll. Dr. Steinberg macht den Abschluss für die erste Runde. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich werde mich auf 3 Punkte beschränken, und zwar in Kommentar zum Antrag der Union. Zunächst einmal ist aus meiner Sicht die Trennung von politischem und militantem Islamismus, nicht politischem Islamismus und Dschihadismus, ist eine künstliche. Wenn Sie die Muslimbrüder irgendwo in einer Moschee haben oder als Organisation, dann haben Sie auch Sympathisanten und Unterstützer, erstens der palästinensischen Hamas, zweitens der syrischen Ahrar al-Sham li wa-Tawhid und wie sie alle heißen. Und das bedeutet, dass es nicht die Gesellschaft ist, die da diese Gruppierungen mit Gewalt assoziiert, sondern die selbst zeigen diese Verbindung auf. Der zweite Punkt, der mir besonders wichtig ist, was mir im Antrag fehlt, ist, dass sunnitische und schiitische Islamisten, selbst wenn man sie als politische oder legalistische Islamisten kategorisiert, getrennt bekämpft werden müssen, weil es ganz unterschiedliche Phänomene sind. Das Grundproblem des sunnitischen Islamismus ist, dass er Diskurse prägt, und zwar bis weit in den Bereich, wo wir von Religion sprechen, von ganz normalen Muslimen. Und darin liegt die Gefahr, jenseits dieser aus meiner Sicht lächerlich geringen Zahlen, die unsere Sicherheitsbehörden als Islamisten definieren. Zweitens, und das ist mir fast noch wichtiger, es ist eine Verharmlosung, Institutionen wie das IZ Hamburg unter politischem Islamismus zu kategorisieren, was man schon an der Nennung von Assadollah Assadi durch die Frau Schönenbach erkennt. Die meisten dieser Einrichtungen des schiitischen Islamismus sind entweder Spionagezentralen plus zusätzlich zu ihrer religiösen Funktion oder aber die Basen für künftige Terrorakte. Wir wissen das seit dem Mykonos-Attentat und den anschließenden Aufklärungsversuchen. Und wir haben es wieder erfahren im Falle Assadollah Assadi. Sprich, es geht da um eine Bekämpfung, entweder durch die Gegenspionage oder die Terrorismusbekämpfung und nicht um einen Umgang mit Diskursen wie bei den sunnitischen Islamisten. Und drittens und abschließend fehlt mir bei der Nennung der religionspolitischen Akteure vielleicht sogar einer der wichtigsten. Es wird ja gefordert, Iran, Katar und die Türkei anzugehen. Saudi-Arabien fehlt aus meiner Sicht vollkommen. Ein Akteur mit großem Einfluss und auch andere religionspolitische Akteure, die versuchen, die Debatte in Europa zu prägen, vor allem die Vereinigten Arabischen Emirate, vielleicht auch Algerien und Marokko. Aus meiner Sicht muss deren Einflussnahme insgesamt gestoppt werden. Dankeschön. Wir danken Ihnen allen für die profunden Beiträge und dass Sie in der Zeit sich so angestrengt haben zu bleiben. Es hilft uns jetzt tatsächlich, die Zeit auch für die Debatte nutzen zu können. Wir machen das, wie vorhin angekündigt, im Wechsel von Regierungsfraktionen und Oppositionsfraktionen, jeweils nach Fraktionsstärke absteigend. Und jeder Fragesteller oder jede Fragestellerin, ich sage es jetzt noch einmal, kann entweder 2 Fragen
an einen Experten oder Expertin richten oder je eine Frage an zwei. Bitte nennen Sie die Menschen, an die Sie die Frage stellen wollen. Dann erleichtern Sie uns hier vorne die Arbeit. Herr Grötsch für die SPD beginnt. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe jeweils eine Frage an Frau Oehlmann und eine Frage an Professor Dr. Ruhe. Und das passt, glaube ich, ganz gut zu Ihren Eingangsstatements, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Ich hatte mich beim Lesen des Antrags auch zunächst mal am Unterton des Antrags gestört, der meiner Wahrnehmung nach tatsächlich sowas, Sie haben das eine Stigmatisierung genannt, Herr Ruhe, Frau Oehlmann, Sie haben von dem möglichen Generalverdacht gesprochen. Und das, glaube ich, ist das Schlimmste, was uns passieren könnte in der ganzen Debatte. Soweit waren wir nämlich schon, dass wir das unterschieden haben und dass wir sehr genau hingeguckt haben und bei weitem nicht alle über einen Kamm geschoren haben. Und deshalb würde ich Herr Professor Dr. Ruhe, Sie fragen wollen, wie bewerten Sie denn die Vorschläge, die in dem Unionsantrag gemacht wurden? Halten Sie die für geeignet, um dem hier zu besprechenden Thema zu begegnen? Und Frau Oehlmann, ich sehe Sie so ein bisschen als die Dachorganisation der Präventions-NGOs in Deutschland. Und deshalb würde ich Sie mal ganz allgemein fragen wollen, wie bewerten Sie denn die Aufstellung der deutschen oder der Präventionsprojekte in Deutschland im Bereich des Islamismus? Herr de Vries für die Union. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich will mich auch bei Ihnen erstmal bedanken, dass Sie das heute als wichtiges Thema benannt haben. Das ist ja nicht selbstverständlich, weil wir diese Anhörung heute gegen die Stimmen der Regierungsfraktionen durchführen. Aber wenn das eine Erkenntnis ist, die aus dieser Anhörung erwächst, dann ist das ja schon mal ein wichtiger Schritt. Ich will mich bei allen Sachverständigen bedanken, die heute zu uns gekommen sind und möchte gern zwei unterschiedliche Fragen stellen. Einmal an Professor Korchid. Unser Eindruck ist ja, dass der Wissensstand und Forschungsstand im Bereich politischer Islamismus, aber speziell der Finanzierung, sehr, sehr überschaubar ist. Also auch ich selbst habe durch Recherche kaum etwas herausfinden können. Und Ausgangspunkt dieses Antrags ist ja gewesen, die Berichterstattung in der Welt, die geheime Zentrale der deutschen Islamisten, sprich die Deutschlandzentrale der Muslimbrüder hier in Berlin, Wedding. Meine Frage an Sie, warum ist das so und was muss sich daran ändern? Und dann möchte ich eine zweite Frage anschließen an Herrn Seelen. Sie haben ja auch die Befugnisse schon angesprochen. Wie beurteilen Sie die Befugnisse und Kompetenzen der Sicherheitsbehörden zur Aufklärung von Finanztransaktionen im Bereich des legalistischen Extremismus, zum Beispiel mit Blick auf § 8a Bundesverfassungsschutzgesetz, wo es um Auskunftsersuchen bei Kreditinstituten, Finanzinstituten geht, aber auch im Bereich des Geldwäschegesetzes? Für Bündnis 90 die Grünen, Frau Kador. Ja, vielen Dank. Herr de Vries, Herr Kollege, soweit ich weiß, er muss bei dem Antrag enthalten. Das haben Sie also nicht gegen uns quasi durchgekriegt. Mir fehlen auch in dem Antrag tatsächlich Ansätze darüber, wie wir denn die Finanzierung anders klären könnten. Also wir sind uns, glaube ich, alle, nachdem ich Sie alle gehört habe, darüber einig, dass die Art und Weise, wie gerade auch im extremistischen Bereich oder im legalistischen Islamismus die Finanzierung läuft, dass wir da alle unglücklich drüber sind. Ich glaube, darüber sind wir uns hier alle einig. Aber mir fehlen in dem Antrag dann doch konkrete Vorschläge, wie es denn anders gehen soll. Die fehlen hier gänzlich aus meiner Sicht. Ich würde gerne eine Frage an Sie richten, Herr de Vlaoui. Da geht es auch ein Stück weit in Richtung Extremismusprävention. Wäre es eigentlich eine kontinuierliche und auch eine anhaltende Förderung von Phänomenbereichs- und ressortübergreifenden Maßnahmen gegen Extremismus und deren unabhängige Evaluation, also eben nicht nur von Islamismus, sondern auch alle Extremismen, eine Lösung? Also das Intersektionaldenken und Prävention auch Intersektionaldenken, wäre das eine Lösung? Und dann auch eine zweite Frage an Sie, Herr Steinberg. Sie sind ja durchaus bekannt dafür, auch in dem einen oder anderen Prozess als Gutachter aufzutreten gegen Islamisten. Ich finde, das kam gerade zu wenig hier zur Sprache. Der Islamismus ist ja ein globales Phänomen, das auch global verstanden werden muss. Wie stehen Sie denn zu der Frage deutscher Staatsbürger, ausgereister deutscher Staatsbürger, die sich beispielsweise dem IS, Daesh angeschlossen haben und jetzt in Gefängnissen vor Ort sitzen? Ist Ihrer Meinung nach die Rückführung oder die Rückholung und ihnen einen ordentlichen Prozess zu machen eine Lösung oder
was wäre hier eigentlich, wie sollen wir mit dieser Herausforderung umgehen? Weil ich finde, das ist ein Problem, was hier noch gar nicht angesprochen worden ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die AfD, Herr Dr. Curio. Vielen Dank. Wir diskutieren ja heute in dieser Anhörung, was ist die Lage im Bereich politischer Islamismus, insbesondere in Fragen der Finanzierung und wie es problematischen Erscheinungen zu begegnen. Ich möchte zwei Fragen an das Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Dokumentationsstelle politischer Islam, den Sachverständigen Heinisch, stellen. Zunächst die Ausgangslage. Wir haben gesehen den Austritt von Hamed Abdelsamad aus der Deutschen Islamkonferenz, der sagt, der Staat bietet sich an Vertreter des politischen Islamismus an, ignoriert Warnungen vor Radikalisierungen. Die Regierung baut aus den Einfluss extremistischer Verbände auf die Imamausbildung in Deutschland und finanziert sie. Legalistischer Islamismus als Erscheinungsform muslimischen Extremismus. Es geht also darum, dass wir gewaltfrei in diesem Bereich sehen, dass eine islamistische Herrschaftsordnung im Widerspruch zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung angestrebt wird, im Gegensatz zu individuellen Freiheitsrechten, zum Pluralismus und zur Demokratie. Miligörus, Islamisches Zentrum Hamburg, Muslimbruderschaft wurden schon genannt. Der Leiter des Verfassungsschutzes NRW, wo 114 islamistische Moscheen beheimatet sind, sagt, es ist gefährlicher als gewaltbereiter Extremismus. Der Leiter des Verfassungsschutzes auf Bundesebene sagt, ihnen sind die Hände gebunden bei Finanzermittlungen, die sind gegenwärtig nur im gewaltbereiten Islamismus möglich. Und das, wo das Personenpotenzial über 28.000 Personen sind, steigende Tendenz, wie auch beim legalistischen Islamismus. Wir haben also diese verdeckten Auslandsfinanzierungen, Finanzströme an religiös-kulturelle Zentren des politischen Islamismus und an Moscheevereine. Deshalb die Fragen einmal in Richtung Herstellung von Transparenz und dann eventuell Strukturelles. Transparenz, würden Sie auch sagen, dass hilfreich wäre, ein regelmäßiger, meinetwegen jährlicher Bericht zur Finanzierung islamistischer Vereinigungen, Zuwendungen aus dem Ausland, etwa zur einschlägigen politischen Steuerung, Finanzhilfen des Bundes, Steuervergünstigungen, Immobilienvermögen, Vermögenssituation an und für sich, sodass die Finanzierung islamistischer Vereinigungen dann auf den Weg gebracht werden kann, sie zu unterbinden, und dass wir ein Verzeichnis bekommen von Orten, die Anlaufstellen für Islamisten sind in den Moscheegemeinden. Das ist die Transparenzseite und die strukturelle Seite. Es klang auch schon an, dass gestärkt wird eine kritische Erforschung überhaupt der Ideologie des politischen Islam an den Hochschulen, an wissenschaftlichen Einrichtungen des Bundes, dass die Maßnahmen zur Stärkung von Demokratie, die bekannten Förderprogramme, die dieses Feld bislang ausblenden, auch dieses Feld künftig in ihrem Studium beinhalten und in ihrer Förderung, dass der Expertenkreis Islamismus, der unverständlicherweise kürzlich vom Innenministerium eingestellt wurde, weitergeführt wird und dass die angemahnten Kompetenzen dem Verfassungsschutz gegeben werden zu Finanzermittlungen, eine Art Offenlegungspflicht der Betroffenen, auch gegenüber dem politischen Islamismus. Oder falls Sie weitere Vorschläge haben, auch diese gerne. Vielen Dank. Vielen Dank. Frau Teuteberg für die FDP. Ja, danke, Herr Vorsitzender, und auch allen Sachverständigen für Ihre Ausführungen. Ich habe zwei Fragen an Herrn Heinisch. Und zwar erstens, Sie haben in Ihrer Stellungnahme betont, dass anders als zum Beispiel beim Rechtsextremismus weniger Konsens besteht über die Anerkennung der Problematik islamistischer Ideologie, die auch den politischen bzw. legalistischen Islamismus betrifft. In diesem Zusammenhang wurde zudem auch der Begriff des antimuslimischen Rassismus immer wieder genannt. Wie schätzen Sie diesen Begriff ein und welche Rolle spielen dabei aus Ihrer Sicht Akteure aus dem Umfeld auch des politischen Islamismus? Und zweitens, Sie beschreiben, dass auch Legalisten die Gewaltbereitschaft nicht grundsätzlich abgesprochen werden kann. Woran machen Sie das fest? Vielen Dank. Und die Fraktionsrunde wird abgeschlossen von Martina Renner. Danke, Herr Vorsitzender. Ich richte meine Fragen an Frau Gerdi. Zum einen, in Ihrer Stellungnahme unterscheiden Sie ja zwischen den Mitgliedern einer Moscheegemeinde und dem Verein. Und mich interessiert, was Sie genau mit dieser Unterscheidung meinen und welche Konsequenzen diese Differenzierung eigentlich für die Präventionsarbeit, aber auch die Sicherheitsbehörden haben müsste, gerade vor dem Hintergrund, hier geht es ja um das Finanzierungsproblem, dass oftmals auch gerade diese Geldflüsse von Personen organisiert werden, die eben nicht zum Funktionskörper des Vereins gehören, wegen der Verdeckung. Zum Zweiten, Sie schreiben, dass die Sicherheitsbehörden erhebliche Defizite bei der Bekämpfung des islamistischen Terrorismus haben, in fachlicher Hinsicht. Das kann ich nur bestätigen. Ich war Mitglied im Breitscheidplatz-Untersuchungsausschuss
Und da mussten wir zum Beispiel zur Kenntnis nehmen, dass man in der Behörde hier in Berlin im LKA der Auffassung war, jemand, der sich nicht an die Vorschriften des Ramadan hält, der kann nicht mehr anschlagsbereit sein. Was würden Sie sagen, wenn es diese Defizite gibt, was muss passieren, damit dort in der Ausbildung, aber auch der Praxis etwas passiert? Vielen Dank, Frau Renner, und an alle Kollegen auch für die Disziplin ihrerseits. Wir steigen in die erste Antwortrunde ein. Ich würde von hinten beginnen, dieses Mal mit Herrn Steinberg. Immer diejenigen, die eine Frage erreicht hat, sind jetzt gebeten, in die erste Antwortrunde einzusteigen. Herr Steinberg und danach Herr Seelen. Also zur Frage nach den verbleibenden deutschen Terroristen in Syrien. Wir haben es mit meines Wissens 28 Mann in syrisch-kurdischen Gefängnissen, ungefähr 50 Frauen, vielen Kindern zu tun. Und die Antwort passt in das, was ich im Papier geschrieben habe, zur Frage neue Strategie für eine umfassendere Islamismusstrategie. Aus meiner Sicht gibt es zwei Argumente dafür, diese Männer, es geht vor allem jetzt erstmal um die Männer, weil nur die sind mehrheitlich terroristisch aktiv gewesen, die zurückzuholen. Da ist zunächst mal das Argument, dass die USA und die syrischen Kurden uns darum bitten. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich nicht viel mehr als symbolisch an der Bekämpfung des IS dort beteiligt, aber massiv davon profitiert, wie man an der Verbesserung der Sicherheitslage, zumindest im Bereich Islamismus, beobachten kann. Also, wenn zwei Verbündete, und die brauchen wir in den nächsten Jahren noch, vor allem die USA, darum bitten, dann sollte man dem nachkommen. Das zweite Argument ist ganz einfach die Sicherheitslage. Es ist unklar, wie lange die 900 Amerikaner dort noch bleiben. Deswegen ist auch vollkommen unklar, inwieweit diese 28 Mann dort von den syrischen Kurden unter Kontrolle gehalten werden können. Die gehören aber, zumindest die Mehrheit von denen, zunächst einmal in ein Gefängnis. Es hat bereits einen Ausbruchsversuch gegeben mit einer großen Offensive des IS. Wenn die nicht zurückgenommen werden, müssen wir damit rechnen, dass sie in Syrien und im Irak weiter töten, aber auch in der Türkei und im allerschlimmsten Fall auch dann wieder in Europa. Das sind aus meiner Sicht zwei sehr starke Argumente. Es gibt ein wichtiges Argument dagegen. Das hat vor allem mit rechtlichen Fragen zu tun. Es ist unter Juristen umstritten, inwieweit die Haft bei den Männern angerechnet werden muss. Wenn sie angerechnet wird, dann wird das im Verhältnis 1:3 geschehen. Und das bedeutet dann, dass alle, die zurückkehren, wahrscheinlich alle bis auf mindestens einen, dann sofort freikommen. Das wäre also etwas, was zu regeln wäre. Ich sehe, das ist ein Problem, überwiegt aber aus meiner Sicht nicht die beiden ersten Argumente, die umfassender politischer sind und vor allem unser Bündnis mit den Amerikanern betreffen. Vielen Dank, Herr Seelen und dann Herr Rohr. Ja, recht herzlichen Dank. Sie hatten gefragt, ob die Befugnisse insbesondere in Bezug auf die Finanzermittlungen ausreichend sind. Was die Abfrage von Kontostammdaten beispielsweise angeht, ist das der Fall. Wir haben aber bei weitergehenden Finanzermittlungen eine Limitierung, die einen Gewaltbezug oder Volksverhetzungsbezug voraussetzt. Wenn diese zwei Elemente nicht gegeben sind, und das ist beim legalistischen Islamismus regelmäßig der Fall, dann sind wir in unseren Möglichkeiten in Bezug auf Finanzermittlungen limitiert. Der zweite Punkt betraf die Verfahren und Prozesse nach dem Geldwäschegesetz. Hier gibt es auch die Möglichkeiten von Geldwäsche-Verdachtsanzeigen, aber auch da gibt es entsprechende Limitierungen, die themenbezogen sind. Das heißt also, Geldwäsche an und für sich oder Terrorismusbezug sind die zwei wesentlichen Elemente, die zu Geldwäsche-Verdachtsanzeigen führen. Hier sind wir jenseits dieses Feldes und auch da ergibt sich eine gewisse Limitierung aus dem Umfang oder dem Rahmen des entsprechenden Verfahrens. Herr Professor Rohr, bitte, und dann Frau Oehlmann anschließend. Dankeschön. Ich wurde gefragt, wie ich die Vorschläge
dieses Antrags bewerte. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass ich die Beschränkung hier auf das muslimische Spektrum für problematisch halte. Wenn es um Extremismus geht, sollte es um religiös begründeten politischen Extremismus generell gehen. Das ist übrigens auch die offizielle Bezeichnung der Dokumentationsstelle in Wien. Also politischer Islam ist eine deutliche Verkürzung, was die Problematik vielleicht schon deutlich macht. Ich selbst bin Mitglied im wissenschaftlichen Beirat dort und ich bin auch der Koordinator des unabhängigen Expertenkreises Muslimfeindlichkeit beim Bundesministerium des Inneren. Ich habe den Eindruck, dass man sich sehr wohl der Problematik in beiden Bereichen bewusst ist und dass diese Problematik auch weiter bearbeitet wird, etwa schon lange durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Also das ist keineswegs ein neues Thema. Ich werde natürlich nicht Stellung nehmen zu den Formen, innerhalb deren das geschehen soll. Soweit ich weiß, läuft das Mandat beider Arbeitskreise nach Ablauf einer bestimmten Frist aus, die vom damaligen Bundesinnenminister festgelegt wurde. Zu den exakten Fragen der Finanzierung und der Erweiterung irgendwelcher gesetzlicher Befugnisse will ich nicht sagen. Das ist jenseits meiner spezifischen Kompetenz. Was ich für problematisch halte, ich habe es schon erwähnt, hier in Dialog, klingt freundlich, eintreten zu wollen mit den Moscheegemeinden. Ich nehme an, dass das sehr deutlich als Botschaft ankommt, wir misstrauen euch grundsätzlich, aber ihr könnt euch reinwaschen von dem Verdacht. Und das ist genau nicht die Herangehensweise, meine ich, die eines Rechtsstaats würdig ist. Der Gebrauch von Rechten ist die Regel und der Missbrauch von Rechten, den es gibt, ich weiß es wohl, ist die begründungsbedürftige Ausnahme. Und Vergleichbares gilt dann auch für diese Pflicht zur Offenlegung ausländischer Finanzierung. Auch die kann möglicherweise problematisch sein. Jedenfalls, wenn man sie anordnet, auch das liegt jenseits meiner Kompetenz, müsste man das, wie hier mehrfach gefördert, in allgemeiner Weise tun. Gespräche mit Staaten, die hier Auslandsfinanzierung betreiben, good luck. Man kann es versuchen und ich schließe mich Herrn Steinberg sehr gerne an. Einer der Hauptakteure, Saudi-Arabien, wird hier nicht genannt und das ist auch aus meiner Sicht ein höchst problematischer. Der Kronprinz versucht hier dem Land ein modernes Gesicht zu geben, aber mit Kettensägen alleine geht das auch nicht. Also da muss man wirklich sehr viel Zurückhaltung üben. Und was ich sehr gut finde, den letzten Punkt in diesem Antrag darauf hinzuarbeiten, dass sich muslimische Gemeinwesen in Deutschland möglichst vom Ausland unabhängig finanzieren können, das scheint mir in der Tat ein wichtiges Element zu sein für die Zukunft muslimischen Lebens in Deutschland. Die Wege dahin sind allerdings vom Religionsverfassungsrecht vorgezeichnet. Da, wo es um Soziokulturelles geht, kann der Staat vieles tun. Und ich rate dringend dazu, mein letzter Satz, von der Projektitis wegzukommen und mehr zu versuchen, zu stabilen Strukturen zu kommen. Denn die meisten Moscheevereine oder Organisationen basieren fast völlig auf Ehrenamt und sind völlig überfordert mit dieser ständigen, kontinuierlichen Problematik, sich weiter zu finanzieren. Also lieber mal irgendwo eine halbe Stelle für 15 Jahre, wohlgemerkt, wie gesagt, innerhalb des deutschen religionsverfassungsrechtlichen Rahmens, der allerdings einiges an Spielraum offen lässt. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Ullmann. Und dann geht es einfach in der Reihe bitte der Expertinnen und Experten durch. Dankeschön. Ich wurde gefragt, wie ich die Präventionslandschaft, die zivilgesellschaftliche Präventionslandschaft in Deutschland bewerte. Und danke, Herr Professor Rohr, Sie haben mir die perfekte Vorlage gegeben, weil wir eben tatsächlich ein Problem haben mit der Projektitis. Genau, zu Beginn möchte ich sagen, die Präventionslandschaft ist natürlich sehr divers aufgestellt. Als Vertreterin der Dachorganisation kann ich sagen, wir haben Präventionsprojekte in allen drei Bereichen der Prävention, in der universellen, selektiven und indizierten Prävention, die bundesweit aufgestellt sind. Da werden mit unterschiedlichen Methoden Zielgruppen angesprochen und unterschiedliche Zugänge genutzt, um eben die entsprechenden Akteure auch zu erreichen. Was in dem Zusammenhang vielleicht zu erwähnen ist, dass tatsächlich auch innerhalb der BAG Relex relativ wenig muslimische Akteure vertreten sind. Das heißt, hier kann ich nur darauf hinweisen, dass es auch wichtig ist, die muslimische Zivilgesellschaft zu unterstützen und zu professionalisieren und eben das Ehrenamt zu unterstützen. Die Arbeit in der Präventionslandschaft in Deutschland ist, wie soll ich sagen, divers aufgestellt und arbeitet teilweise auch phänomenübergreifend zusammen, was wir sehr begrüßen. Und gleichzeitig befinden wir uns eben auch in der Debatte, wie man mit Erfahrungen aus der Rechtsextremismusprävention auch im Bereich der islamistischen Radikalisierung auch von Erfahrungen lernen kann. Hierzu gibt es einen regelmäßigen Austausch. Die Präventionslandschaft ist professionell aufgestellt. Wir haben Standards entwickelt für den Arbeitsbereich. Wir sind untereinander sehr gut vernetzt und fördern den Fachaustausch. Tatsächlich haben wir aber natürlich auch Optimierungsbedarf und sehen einige Probleme.
Besonders die Laufzeiten der Projekte sind für uns problematisch, weil dadurch einerseits eben das Know-how der Träger abfließt. Wenn Personal nur Arbeitsverträge von einem Jahr bekommt, dann wird es schwierig, Fachkräfte auch zu binden und entsprechend auch gutes Personal zu gewinnen und auch langfristig an die Organisation zu gewinnen. Und für die Präventionslandschaft ist eben wichtig, dass auch ein, wie soll ich sagen, multiprofessioneller Zugang ermöglicht wird und eben Fachkräfte eingesetzt werden können, die langjährige Erfahrung haben und darauf auch aufbauen können. Das fällt schwer, wenn die Projekte eben nur ein Jahr oder längstens auch 2 bis 3 Jahre gefördert werden. Genau, und zuletzt noch ein Hinweis. Für die Präventionslandschaft ist es relevant, dass der Austausch zwischen der Wissenschaft und auch mit Sicherheitsbehörden noch weiter optimiert wird, um hier eben auch das Wissen weiterzugeben und schneller agieren zu können. So viel erstmal von mir. Danke. An mich wurde die Frage gestellt, warum wissen wir zu wenig über die Finanzierung, Finanzierungsstrukturen des politischen Islamismus. Folgendes dazu. Wissensproduktion setzt entsprechende Strukturen voraus, entsprechende Institutionen voraus. Und die gibt es nicht in Deutschland. Mir ist keine einzige Institution oder Struktur in Deutschland bekannt, die sich dieser Frage der Finanzierung von politischem Islamismus widmet. Wie gesagt, es gibt keinen einzigen Lehrstuhl, der sich überhaupt mit dem Thema politischen Islam auseinandersetzt in Deutschland. Mir ist kein einziges Forschungsprojekt bekannt in Deutschland, das sich dem Thema Finanzierung des politischen oder des legalistischen Islamismus widmet. Vergleichsweise gibt es etliche Lehrstühle, wenn es um Rechtsextremismus und dessen Erforschung geht in Deutschland. Es gibt etliche Projekte, auch die Finanzierung, wenn man sich anschaut, die Zahlen, also die Fördergelder für die Projekte, das Mehrfache wird ausgegeben für die Untersuchung anderer Phänomene des Extremismus im Vergleich zum politischen Islamismus. Anderes Problem, die Vernetzung der Wissenschaft mit den Behörden. Meist wissen die Behörden mehr über die Finanzierung und die Finanzierungskanäle und Vernetzungen als die Wissenschaft, aber es gibt keine rechtlichen Rahmenbedingungen, die ermöglichen, dass hier Wissensflüsse zwischen Sicherheitsbehörden und wissenschaftlicher Erforschung garantieren. Und wir haben es ja auch vorhin gehört, dass der Zugang der Behörden auch eingeschränkt ist und hier Bedarf gibt an Reformen, juristische Reformen. Ein letzter Punkt, der mir besonders wichtig ist, und das kenne ich von vielen meiner Kolleginnen und Kollegen, die in der Forschung tätig sind, die sagen mir, wir überlegen es 2- und 3-mal, bevor wir überhaupt in Richtung politischer Islamismus, politischer oder überhaupt Islamismus forschen, weil das entsteht sofort ein Generalverdacht gegen uns, also gegen die Forscherinnen und Forscher. Wie oft werden wir im Beirat, sei es jetzt in Österreich oder hier im Expertenbeirat, den leider nicht mehr gibt, politischen Islamismus gefragt, ja, wieso macht ihr mit? Ihr seid doch keine Rassisten oder so. Also man wird sofort generalverdächtigt, allein wenn man da mitmacht. Und diese sogenannte moralische Erpressung, die gibt es leider in unserer Gesellschaft, gibt es leider auch in der Wissenschaft, warum viele Kolleginnen und Kollegen zum Teil eingeschüchtert werden und lieber die Hand davon lassen. Das bringt mich dazu, auch eine Rückfrage, wenn ich darf, auch zu stellen an meinen wirklich sehr geschätzten Kollegen Matthias Rohe, weil er auf der einen Seite hast du gesagt, lieber Matthias, du bist dankbar dafür, dass in Österreich zum Beispiel vom Extremismus die Rede ist, insgesamt ja. Aber wenn es um Muslimfeindlichkeit, hast du kein Problem damit, dass es um Muslimfeindlichkeit geht? Wieso misst man hier mit zweierlei Maß und sagt nicht, wir brauchen auch hier eine Institution für Menschenfeindlichkeit? Weil was darunter, was untergeht dann, ist der innermuslimische Rassismus. Beziehungsweise, also ich kenne keine sogenannten konservativen Muslime, die jemals bedroht wurden von Liberalen. Aber umgekehrt schon, die müssen unter Polizeischutz leben. Aber welche Institution in Deutschland thematisiert das oder redet darüber, außer jetzt in den Medien oder in der Öffentlichkeit? Aber ich meine Institutionen, die auch Schutz garantieren für diese Menschen oder eine sachliche Auseinandersetzung damit. Und da sehe ich hier, dass wir in zweierlei Maß haben, wenn es um antimuslimischen Rassismus oder Islamfeindlichkeit geht, da hat keiner ein Problem damit, da redet keiner von General Verdacht der Gesellschaft gegenüber, der Gesellschaft sei rassistisch, aber wenn es um eine sachliche, akademische sogar Auseinandersetzung mit dem politischen Islam geht, dann kommt sofort das Argument am Moment, wir dürfen nicht nur über Muslime reden, wir müssen über alle reden.
Wir integrieren das dann in die nächste Runde. Herr Heinisch, bitte. Ich beantworte jetzt die vier Fragen der Reihe nach. Das wäre gut, ja. Gut. Also zunächst zur Herstellung von Transparenz. Das ist jetzt nicht ganz mein Spezialgebiet. Aber ganz prinzipiell bin ich der Meinung, das haben auch schon mehrere Kollegen hier angesprochen, es muss leichter möglich sein, die Finanzströme von extremistischen Organisationen, und zwar nicht nur solchen aus dem islamischen Spektrum, sondern insgesamt von extremistischen Organisationen besser nachvollziehen zu können. Meiner Meinung nach könnte da ein Transparenzregister hilfreich sein, in dem eben alle Vereine, zumindest die, die den Status der Gemeinnützigkeit haben oder anstreben, oder die, die sich um öffentliche Fördermittel auf irgendeiner staatlichen Ebene bewerben, verpflichtet werden, jährlich ihre Finanzen und auch ihre Vermögenswerte einzutragen, sodass es dort einfach eine Transparenz gibt. Ich sehe auch keinen Grund, warum das nicht möglich sein sollte, dass Vereine in der Hinsicht transparent sind. Es bleibt allerdings das Problem, dass es hier Finanzierungswege gibt, die eben nicht über normale Bankaccounts laufen, aber die, die auf diesem Weg laufen. Und wenn es Einnahmen, Ausgaben sind, würde man womöglich auch feststellen, dass der Verein mehr ausgibt, als er offiziell einnimmt. Da entsteht dann auch ein gewisses, muss dann auch erklärt werden können. Was die Forschung betrifft, ja, also mein Kollege Murnath hat es gerade schon angesprochen, es gibt in Deutschland keine Lehrstühle, die sich mit der Thematik beschäftigen. Es gibt auch keine Forschungseinrichtungen, die sich mit der Thematik beschäftigen. Ich halte es für wichtig, dass solche Dokumentationsstellen eingerichtet werden. Also ich würde auch empfehlen, hier in Deutschland analog zu unserer Dokumentationsstelle politischer Islam in Österreich oder auch zum Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands, das quasi die gleiche Arbeit im Bereich Rechtsextremismus leitet, eine wissenschaftliche Forschungsstelle, die einerseits Forschungsaufträge vergibt, selbst Forschung in dem Feld betreibt, und andererseits aber auch ein Monitoring dieses Feldes vornimmt und quasi auf dem aktuellen Stand ist, welche Organisationen sind gerade wo, wie, mit was beschäftigt. Und auf der anderen Seite eben auch universitäre Forschungseinrichtungen, universitäre Lehrstühle, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Es ist meiner Meinung nach eine Querschnittsmaterie aus Islamwissenschaften, Politik und Geschichtswissenschaften, die man hier irgendwie miteinander kombinieren müsste und dort einen Fachbereich in dieser Richtung aufbauen. Auch damit wir in einigen Jahren dann an Universitäten ausgebildete Forscher haben, die auf diesen Bereich spezialisiert sind. Ja, zur Frage antimuslimischer Rassismus oder der zweite Begriff, der da immer kursiert, Islamophobie. Ich bin mit diesen beiden Begriffen, kann ich nicht warm werden nach mehr als 10 Jahren, die ich mich mittlerweile mit dem Thema Islamismus beschäftige. Nicht, weil ich der Meinung bin, dass es das Phänomen eines speziell gegen Muslime gerichteten, einer Feindschaft, die speziell gegen Muslime aufgrund ihres Glaubens gerichtet ist, nicht gibt. Es gibt sie, man sollte sie aber so nennen, wie das, was man meint, nämlich Muslimfeindlichkeit oder Muslimfeindschaft. Das Problem mit den beiden anderen Begriffen ist nicht der Begriff an sich, sondern ist das Konzept, das hinter diesen Begriffen steht, was ursprünglich in der Wissenschaft an Universitäten bzw. in Forschungseinrichtungen entwickelt wurde, maßgeblich vom British Runnymede Trust 1997 bzw. kurz danach von Wilhelm Heidmeier hier in Deutschland eingeführt. Und das Konzept hinter dem Begriff krankte von Anfang an einem Problem. Es wurde von Anfang an versucht, zwei Phänomene in einem Begriff zusammenzufassen. Nämlich einerseits das, was ich eben als Muslimfeindschaft bezeichnet habe, also spezifische Hassfeindschaft gegenüber Muslimen, Diskriminierung von Muslimen auf der einen Seite, auf der anderen Seite jede Form von Kritik am Islam als Religion, an einzelnen Spielarten des Islam, bis hin auch zu islamistischen Akteuren. Ich werde gleich auch noch Beispiele dafür bringen. Das sind zwei unterschiedliche Phänomene und die kann man nicht einfach in einen Topf werfen. Wenn man das im Bereich der Religionskritik im Christentum gemacht hätte, müsste man jemanden wie Voltaire oder Diderot als antichristliche Rassisten bezeichnen. Ich glaube, das zeigt ein bisschen die Absurdität auf. Natürlich kann man die Religion kritisieren und erst recht die islamistischen Player innerhalb dieses religiösen Spektrums. Das Problem war also von Anfang an schon in der Forschung angelegt und das auch noch ganz kurz nur.
In den Forschungen sowohl von Heidmeier als auch vom Runnymede Trust wurden Marker aufgestellt, wie man Islamophobie misst. Das sind meistens Aussagen, denen Menschen dann in einem Fragebogen zustimmen oder die sie ablehnen sollen. Eins war dabei, die Essentialisierung des Islam und von Muslimen ist islamophob. Also jemand, der sagt, der Islam ist irgendetwas, das, und den Islam quasi als homolithischen Block betrachtet, der ist islamophob. Auf der anderen Seite sind im gleichen Fragenkatalog aber Fragen drin, wie, beziehungsweise Aussagen drin, wie der Islam ist eine Religion des Friedens oder der Islam hat eine bewundernswerte Kultur hervorgebracht. Also innerhalb des Konzeptes wird selbst essentialisiert und man ist quasi islamophob, wenn man dieser positiven Essentialisierung nicht zustimmt. Das Problem daran ist, dass diese Begriffe eben aufgrund dieser unklaren Definition sehr schnell von Aktivistenkreisen aufgegriffen wurden und heute eigentlich weniger durch die Forschung bekannt sind, als vielmehr durch die außeruniversitäre Beschäftigung mit den Begriffen. Ich möchte das nur kurz am Beispiel des European Islamophobia Report demonstrieren. Der ist 2016 ins Leben gerufen worden. Für jedes Land in Europa ist da ein kurzer Bericht drin. Und in diesen Berichten wird quasi alles in einen Topf geworfen. Rechtsextreme Handlungen, Sprühereien, rassistische Sprühereien auf Moscheen, genauso wie Aussagen von Politikern, Wissenschaftlern, Journalisten, die sich kritisch mit dem Thema Islamismus beschäftigen. Der grüne Politiker Peter Pilz hat Eingang in diesen Report gefunden, weil er eine Pro-Erdogan-Demonstration in Wien kritisiert hat. Die israelitische Kultusgemeinde in Österreich hat Eingang in den Bericht gefunden, weil sie eine Veranstaltung zu islamischem Antisemitismus gemacht hat. Im Albanien-Teil werden die Skanderbeg-Feierlichkeiten, die jährlichen, also quasi Nationalfeierlichkeiten, als islamophob beschrieben. Genauso wie der Widerstand gegen ein Denkmal für die Opfer des Putschversuches in der Türkei, in Albanien. Dass sich Menschen in Albanien dagegen wehren, ein türkisches Monument bei sich aufstellen zu lassen, ist islamophob. Das zeigt sehr gut, worum es dabei geht, wenn solche Begriffe in Aktivistenkreisen aufgenommen werden. Fast alles, wo heute Islamophobie oder antimuslimischer Rassismus draufsteht, ist in irgendeiner Form nah verbandelt mit politisch-islamischen Strukturen. Das gilt auch für den Islamophobia-Report, der jahrelang von der SETA-Stiftung der Türkischen finanziert wurde. Die SETA-Stiftung ist eine Erdogan- und AKP-Stiftung in der Türkei, die ansonsten auch durch Denunziationsreporte auf sich aufmerksam macht. Also es gibt einen Report, wo Erdogan-Gegner in ganz Europa denunziert werden, darunter auch deutsche Journalisten. Dieser Report wurde aber auch von der EU-Kommission finanziert, vor 2 Jahren mit fast 130.000 Euro. Nach Protesten ist diese Finanzierung eingestellt worden. Aber die Macher des Reports, Farid Hafez und auch, ich glaube, auch sein Kollege Enes Bayrakle, sind halt mittlerweile in dem EU-Projekt iReport beschäftigt, wo es wieder eigentlich um genau die gleiche Sache geht, um das Einrichten einer Meldestelle von antimuslimischem Rassismus, von einem Phänomen, für das meiner Meinung nach keine wissenschaftlich brauchbare Definition vorliegt und wo bei den Meldestellen angegeben wird, wenn die Person die Wahrnehmung hat, dass irgendeine gegen sie gerichtete Handlung gegen sie gerichtet wurde, weil sie Muslim oder Muslimin ist, dann ist es antimuslimischer Rassismus. Es gibt quasi keine Überprüfungsschleifen. Zuletzt zur Frage der Gewaltbereitschaft. Ich muss dem Herrn Steinberg zustimmen. Es gibt keine klare Trennlinie zwischen dem, was wir legalistischen Islamismus bezeichnen, und gewalttätigen Islamismus. Die Grenze ist eine schwimmende. Organisationen des politischen Islam wie die Muslimbruderschaft oder die Millî Görüş sind keine pazifistischen Organisationen. Also sie sind nicht von ihrer Ideologie her gewaltfrei. Im Emblem der Muslimbruderschaft und auch im Wahlspruch der Muslimbruderschaft zeigt sich das schon. Das Emblem der Muslimbruderschaft sind 2 Schwerter unter dem Koran gekreuzt mit der Inschrift »Seid vorbereitet«. Und der Wahlspruch lautet: Allah ist unser Ziel, der Gesandte ist unser Führer, der Koran ist unser Gesetz, der Dschihad ist unser Weg und auf dem Weg für Allah zu sterben ist unsere größte Hoffnung. Also Gewaltablehnung klingt in meinen Augen anders. Und wir wissen auch von, also anders gesagt, die Muslimbruderschaft, aber auch die islamische Gemeinschaft Millî Görüş, man hat ein taktisches Verhältnis zur Frage der Gewalt.
Es wurde im Zuge der Hausdurchsuchung nach 9/11 bei einem der damals hochrangigsten Muslimbruderkader in Europa, Yusuf Nader, in der Schweiz, ein Strategiepapier der Bruderschaft gefunden, das dieses taktische Verhältnis sehr gut zum Ausdruck bringt. Auf der einen Seite sollen bewaffnete Einheiten gegründet werden, um die Missionsarbeit in Ländern mit islamischer Bevölkerungsmehrheit zu unterstützen und Gruppen zu unterstützen, die in mehrheitlich islamischen Ländern den Dschihad führen wollen. Auf der anderen Seite wird dezidiert gesagt, der bewaffnete Kampf darf nicht stattfinden, wenn die Gefahr zu groß ist, dass ein übermächtiger Gegner und also dass die Reaktion eines übermächtigen Gegners unsere Bewegung vernichten kann. Also man reflektiert da sowohl die Erfahrung aus dem Ägypten der 1950er Jahre, wo eben bewaffnete Aktionen der Muslimbruderschaft fast zur Vernichtung der Organisation geführt hätten, das gleiche Anfang der 80er Jahre in Syrien. Man hat quasi aus den Erfahrungen in den Ursprungsländern gelernt. Gut. Aber so langsam. Okay, drei Sätze noch. Amal Lafsa, der Präsident der Musulmane de France, hat 1994 das auch genauso erklärt. Es gibt zwei Wege, um an die Macht zu kommen. Der eine ist auf demokratischem Weg in Parteien eintreten und Macht zu bekommen. Das hat er als Coup bezeichnet. Der andere Weg ist der Weg mit der Waffe in der Hand. Den soll man aber sehr vorsichtig gehen, damit die eben nur gehen, wenn eine Chance auf Erfolg besteht. Und nur der letzte Satz noch, also auch nochmal auf Herrn Steinberg verweisend. Ja, und alle Organisationen des politischen Islam unterstützen in der einen oder anderen Form Organisationen wie die Hamas oder auch einzelne der syrischen Dschihadistengruppen im syrischen Bürgerkrieg, entweder propagandistisch, finanziell oder logistisch. Ja, vielen Dank. Also Sie hatten die meisten Fragen, deswegen kein Problem, aber bitte nicht ansteckend für die, die jetzt nachkommen. Frau Gerdi. Ja, ich gehe erstmal auf die erste Frage ein, die Differenzierung zwischen Vorstandsvereinsmitgliedern beziehungsweise dann auch Vorständen und Mitgliedern der Gemeinden. Auf der Hand liegt ja, dass wir ein Problem mit Islamismus, legalistischem Islamismus haben. Und auf der Hand liegt auch, dass es entsprechende Akteure gibt. Und die Perspektive ist der meisten Musliminnen in Deutschland und auch der meisten muslimischen Verbände, Vereine, Gemeinden und Kultureinrichtungen, dass das ein Problem ist, das bewältigt werden muss. Eine Schwierigkeit ist, dass die meisten Mitglieder jedoch gar nicht die Transparenz dazu haben, was tatsächlich auch geschieht. Also wie die jetzt Strukturen, die entsprechen, wo entsprechende Akteure mit agieren, islamistisch agieren, entsprechende Ideologien auch verbreiten oder aber auch Bewegungen in bestimmten Städten, in bestimmten Ländern dann auch nicht so Transparenz im Blick haben. Das liegt daran, traditionell, dass wir in Deutschland sehr wenig Möglichkeiten für Musliminnen haben, sich in Orten ihr Glauben auszuleben oder auch sich zu engagieren. Also die meisten Personen, die in Moscheengemeinden auch tatsächlich vor Ort sind, sind da, weil es örtlich naheliegend ist. Sie sind da, weil dort auch kulturelle Angebote gibt und Bildungsangebote gibt und weil sie sich dann auch ehrenamtlich und demokratisch engagieren möchten. Es ist schon ein Problem für Musliminnen, dass es den Islamismus gibt. Ja, das ist die größte Gruppe, die gefährdet ist. Und das nicht nur international, sondern tatsächlich auch in Deutschland. Das heißt, wir haben aktive Menschen in den Gemeinden, die gefährdet werden durch diese Perspektiven und Ideologien, die auch antifeministisch sind, die sehr hierarchisch sind und dogmatisch sind. Und den Menschen Handlungsmöglichkeiten nehmen. Es gab schon heute mehrfach die Perspektiven darauf, die Notwendigkeit von nachhaltigen finanziellen Strukturen. Das will ich jetzt nicht alles wiederholen. Ich glaube, das ist sehr, sehr relevant. Es darf nicht vergessen werden, dass Musliminnen sich tatsächlich politisch sehr viel engagieren und sehr viel zu zivilgesellschaftlichem Engagement auch beitragen. Das alles ehrenamtlich. Es braucht eine Professionalisierung in den muslimischen Gemeinden. Das hat auch meine Vorrednerin auch sehr, sehr deutlich gemacht. Dafür und langfristige Finanzierungen. Und es braucht dann aber auch noch mal die Perspektiven, die auch schon auch vielversprechenden Beziehungen, die es in zivilgesellschaftlichen Strukturen gibt, die vertrauensvoll und auf Augenhöhe dann auch arbeiten, wie beispielsweise präventionsgeleitete Maßnahmen, die müssen verstärkt werden.
Dann komme ich noch mal auf die zweite Frage ganz kurz noch mal ein. Die Perspektive, die Herausforderungen in den Staatsschutzstrukturen und Qualifizierungen da drin. Genau, Martina, du hattest ja jetzt noch mal auf Terroranschläge hingewiesen. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Die Ergebnisse sind ja klar aus dem Ausschuss, wo da auch die Lehrstellen dann auch waren. Grundsätzlich gibt es verschiedene strukturelle Probleme. Also wir haben jetzt seit ein bisschen über 20 Jahren eine ganz schnelle Rekrutierung gehabt in dem Bereich des Staatsschutzes von Menschen, die als qualifiziert dann gelten, wobei immer wieder sehr deutlich wird, dass wenig Wissen zum Islam tatsächlich da ist und zum Islamismus dann auch da ist. Und gleichzeitig ist es aber nicht nur dieses, sondern grundsätzlich in den Strukturen, die wir haben im Kontext von Verfassungsschutz und Polizei, gibt es eine verengte Definition von Extremismus. Teile dieser Debatte haben sich auch heute wiedergespiegelt. Wir brauchen eine breitere, gefasste sozialwissenschaftliche Definition dieser Phänomene. Und unter anderem muss auch verstanden werden, was genau eigentlich Demokratiefeindlichkeit als Grundlage des Islamismus ist. Zum Beispiel Antisemitismus. Wenn wir wissen, auch aus Rechtsextremismusprävention, aus der Arbeit gegen rechte Ideologien, dass wir mit Strukturen arbeiten, Staatsschutzstrukturen, die Antisemitismus nicht erkennen, die israelbezogenen Antisemitismus nicht erkennen beispielsweise, die verschwörungstheoretischen Antisemitismus, verschwörungstheoretischen Rassismus nicht erkennen, dann wird dann auch sehr deutlich, dass dieses Phänomen übergreifendes Kompetenzen da drinne fehlen. Ein letzter Punkt wäre die Perspektive dessen, dass wir sehr, sehr wenig Grundlage haben, um aus zivilgesellschaftlicher Perspektive betrachten zu können, analysieren zu können, wie tatsächlich Staatsschutzstrukturen dann auch präventiv und interventiv arbeiten. Uns liegen keine öffentlichen Aufdröselungen der aufgenommenen Straftaten vor und uns liegen auch keine Ergebnisse aus den jeweiligen Urteilen dann auch vor. Das heißt, wir wissen im Endeffekt gar nicht, was auch tatsächlich aus diesen Vorfällen passiert. Und das ist auch eine große Leerstelle in den strukturellen Rahmenbedingungen, die wir haben. Zur Frage von Lamia Kadur, Extremismusprävention, gibt es da eine Intersektion mit anderen Extremisten? Ja, ganz eindeutig. Meine Vorrednerin hat eben erwähnt, Antisemitismus wird geteilt von Rechtsextremisten, von islamistischen Extremisten. Verschwörungstheorien werden geteilt. Rekrutierungsmethoden sind ähnlich. Und deshalb glaube ich, dass wirklich diese beiden Extremismen gemeinsam bekämpft werden müssen, dass es da viel mehr Zusammenarbeit geben muss, dass da auch, um bei Frau Ullmann auch anzuschließen, es geht um die Verstetigung von eines Austausches zwischen Wissenschaft, Politik und den Behörden, und zwar einen ganz langfristigen Austausch, und der muss natürlich alle Formen von Extremismus beinhalten, so scheint es mir zumindest. Ebenfalls interessant, die Stellungnahme von Herrn Heinisch, der uns eine sehr bizarre Definition des politischen Islams und der Muslimbrüderschaft gibt, wo zwischen Ägypten vermengt wird, in den 60er Jahren in Syrien, Deutschland und Hamburg, wo politischer Islam auf einmal nur zur Muslimbrüderschaft wird. Ich glaube, wir brauchen in der Tat in diesem Bereich ganz, ganz viel Forschung, um überhaupt mal zu definieren, was ist denn der politische Islam und welche Formen von politischen Islam gibt es, um solche Verquickungen zu machen. Aber ich glaube, das geht auch nur, also wie gesagt, der Antrag jetzt hier der CDU Fraktion zum Arbeitskreis politischen Islam zum Beispiel. Ich glaube, wir brauchen keinen Arbeitskreis politischen Islam. Wir brauchen viel weiter gefasste Arbeitskreise, die sich vielleicht das Gesamtphänomen Islamismus angucken, aber vor allem sich mal gemeinsam den Extremismus, der in Deutschland existiert, angucken, zu sehen, was da für Parallelen sind, wo man gegenseitig auch in der Präventionslandschaft lernen kann, wie bekämpft man diese unterschiedlichen Extremismusfraktionen. Und wie gesagt, ich plädiere dann nochmal für einen wirklich gesamtheitlicheren Ansatz und nicht so diese kleine Pflasterbehandlung, wo auf einmal politischer Islam als große Bedrohung hochgestellt wird. Ich möchte auch diese Bedrohung nicht niederspiegeln. Ich glaube, sie ist langfristig präsent, aber ich glaube, es gibt im Moment wirklich wichtigere Baustellen, und vor allen Dingen wirklich sollten wir uns auf ganz langfristige Maßnahmen konzentrieren, die Grundsatzproblematiken wie die Finanzierung eben von Moscheen, Gemeinschaften dauerhaft für Deutschland lösen.
Vielen Dank. Wir haben jetzt für die zweite Runde nicht mehr die gleiche Zeit zur Verfügung. Ich frage jetzt mal in die Fraktion hinein, ob wir auf eine Frage pro Fraktion zurückgehen können. Ich brauche da Ihr Einverständnis dafür. Also ich habe jetzt teilweise Nicken gehört, zum Teil. Wir hätten zwei ausgesprochen kurze. Wirklich nur einen, also gut, einen also Satz zum Fassen. Dann ist, glaube ich, die Sensibilisierung jetzt erfolgt, sich kürzer zu fassen. Das müssen wir dann auch bei den Antworten bitte beachten. Und zwar so, dass auch der Letzte oder die Letzte, die spricht, auch noch etwas Redezeit zur Verfügung hat, damit wir wirklich 17 Uhr erreichen. Herr Grötsch, bitte für die SPD. Ganz kurz von mir, Herr Vorsitzender, vielen Dank. Bevor der Kollege Fiedler ebenso anschließt, Frau Ullmann, eine Frage nur. Was würden Sie denn vorschlagen, wie wir politisch handeln können, damit wir solche Vereine, damit wir muslimische Vereine von solchen unterscheiden und nicht in einen Topf werfen mit denen des legalistischen Islamismus ist? Was würden Sie vorschlagen? Meine Frage geht an Herrn Seelen nochmal. Ich würde Sie bitten, vielleicht noch mal ein bisschen auszuschärfen. Ihre Befugnisse beschränken sich ja nicht auf den Islamismus, sondern generell auf den Extremismus. Wenn Sie noch mal ausschärfen würden, was sozusagen die Begrenzung der Befugnisse in dem 8a, die Sie gut dargestellt hatten, gerade bedeuten für den zum Beispiel legalistischen Extremismus und deutlich machen würden, sozusagen, was das in der Gänze bedeuten würde und an welchen Stellen Sie für sinnvoll erachten, auch bezogen auf andere extremistische Strömungen, genauer hinzugucken bei der Finanzierung. Danke. Herr de Vries. Ja, ich widerspreche meiner Kollegin Kador sehr ungern, aber ich muss schon noch mal hinweisen, dass die öffentliche Anhörung schon mit den Stimmen der Regierungsfraktion abgelehnt wurde. Wer das interessiert, kann noch mal schauen ins Protokoll am 11. Mai. Da steht das auch schwarz auf weiß. Zu meinen Fragen. Frau Schönbach, ich hätte eine Frage an Sie. Wir fordern in unserem Antrag ja auch die Weiterführung des Expertenkreises politischer Islamismus, der auch heute mehrfach angesprochen worden ist. Inzwischen ist er eingestellt worden durch die Bundesregierung. Wie stehen Sie unserer Forderung im Antrag gegenüber? Frage 1. Und die Frage 2 möchte ich an Herrn Schindler richten. Die FATF, das ist die wichtigste Organisation, die sich mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beschäftigt, hat Deutschlands Maßnahmen in diesem Bereich kritisiert, insbesondere in Bezug auf die Effektivität. Können Sie uns die Gründe für diese Kritik nennen und auch Handlungsempfehlungen für die Politik daraus ableiten? Fraktion Die Grünen, wieder Lamia Kador. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe dann jetzt auch zwei Fragen. Die erste an Herrn Professor Rohe. Wir haben ja jetzt relativ viel darüber gesprochen, Trockenlegen, Finanzierung, politischer Islamismus. Was wäre denn eine Alternative? Wie könnten wir denn, ich weiß, das ist die schwierigste Frage ever, aber deshalb frage ich Sie, was wäre denn die Alternative? Wie kriegen wir denn muslimische Verbände hier so aufgestellt, beziehungsweise wie viel könnte der Staat oder wie viel sollte der Staat vielleicht leisten, um ein anderes Modell zu etablieren? Und wie könnte ein anderes Modell aussehen? Ich weiß, das ist eine schwierige Frage, aber über jede Annäherung bin ich froh. Und dann hätte ich noch mal eine Frage an Sie, Frau Ullmann. Erklären Sie uns doch bitte mal kurz, also ich bin der Meinung, dass es sehr wohl Islamfeindlichkeit gibt und mir ist es völlig egal, wie es genannt wird. Es gibt einen Unterschied zwischen antimuslimischem Rassismus und Islamfeindlichkeit, in der Forschung übrigens belegt. Und tagtäglich bin ich ganz persönlich davon betroffen. Aber liebe Frau Ullmann, erklären Sie uns doch bitte, wie die Wechselwirkung zu verstehen ist. Also dieses Gegeneinanderspielen antimuslimischer Rassismus, Querstrich Islamfeindlichkeit, Islam, wie auch immer, Muslimfeindlichkeit gegen politischer Islam, das halte ich für eine sehr ungesunde Gegenüberstellung. Ich würde meinen, das bedingt einander. Vielleicht könnten Sie das mal, diese Wechselwirkung, mal darstellen, was das eigentlich konkret auch bedeutet. Danke. Zu Frau Teuteberg. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage und würde die gerne an zwei Sachverständige richten, nämlich sowohl an Herrn Heinisch als auch an Herrn Professor Kochide. Mit Blick auf das Einwirken internationaler Strukturen, welche sicherheits- und welche innenpolitischen Maßnahmen halten Sie für notwendig für die Auseinandersetzung mit dem legalistischen Islamismus? Dankeschön. Frau Renner. Ich belasse es auch mit einer Frage an Frau Gerdi. In Ihrer Stellungnahme sprechen Sie ja auch über die Gefahren einer Einengung der Präventionsarbeit auf ein sicherheitspolitisches Verständnis.
Und das geht ja teilweise so weit, dass es auch im Bereich der Präventionsprojekte durchaus eine enge Kooperation mit den Sicherheitsbehörden gibt, insbesondere auch im Bereich der Quellengewinnung. Was wäre denn die Alternative für die zivilgesellschaftlichen Projekte? Könnte es dahin gehen, dass man sagt, man gibt sich untereinander einen Kodex, der eine bestimmte Staatsferne zum Beispiel definiert oder Ähnliches? Also was ist die Perspektive aus dieser Problematik heraus? Wunderbar, das hat gut geklappt. Dann kommen wir zu den Antworten und beginnen mit Frau Gerdi, die noch was notiert. Und vielleicht können Sie mir noch eine Frage beantworten, ganz auf einer anderen Ebene. Kann man denn jetzt Kolleginnen und Kollegen empfehlen, eine Moscheegemeinde von Milli Görrisch vor Ort zu besuchen, wenn man eine Einladung erhält oder nicht? Entschuldigung, eine kurze Nachfrage, Kolleginnen aus der Politik, meinen ja. Sie? Da ist eine große Unsicherheit, ist jetzt kein Wunder nach dem, was wir gehört haben. Was sagen Sie dazu? Okay. Ich gehe erst mal auf die erste Frage ein, die Perspektive zu Anerkennung. Ja, genau. Eine Alternative zu den bisher geforderten engen Zusammenarbeit von zivilgesellschaftlichen Institutionen und Akteuren mit den Sicherheitsapparaten. Ein großes Problem ist, dass es keine beidseitigen Verständnisse der jeweils unterschiedlichen strukturellen Bedingungen und Aufträge gibt. In der zivilgesellschaftlichen Räumen ist das ja so, dass viele pädagogische Projekte, Träger der politischen Bildung arbeiten, die fachliche Qualitätsstandards unterliegen, die der Schweigepflicht beispielsweise, die der Parteilichkeit, die Perspektive der nicht Defizitorientierung, sondern Ressourcen- und Lösungsorientierung mit da drin. Die Sicherheitsapparate haben eine strukturelle Vorgabe zur Verfolgung von entsprechenden Vorfällen, Verfolgung von entsprechenden Straftaten. Zu Recht gibt es da auch Interessen daran, entsprechende Informationen auch zu erhalten. Es funktioniert leider nicht mit zivilgesellschaftlichen Akteuren, die darauf, deren Arbeit nur produktiv auch umgesetzt werden kann, wenn die Vertrauensebene und die Augenhöhe auch weiterhin, nur dann, wenn die Vertrauensebene und Augenhöhe der Klientinnen, der Zielgruppen dann auch gewährleistet ist, können die Strukturen dann auch miteinander arbeiten. Es ist auch eine Herausforderung, wenn wir eigentlich immer noch unterschiedliche politische Ansichten auf die Phänomene haben. Definitionsfragen sind jetzt die eine Ebene dann dazu. Die Perspektive auch zur Stigmatisierung, die zur Stigmatisierung führen kann, sind auch ein großes Problemlage für zivilgesellschaftliche Akteure. Dieses Einsehen bräuchte es auf staatlicher Ebene. Entsprechend müsste man auch mehr zivilgesellschaftlich getragene Präventionsmaßnahmen dann auch längerfristig verstärken. Und ein weiteres Dialog eher auf einer fachlichen Ebene und gar nicht mit der Perspektive runde Tische und die Informationen können eins zu eins übertragen werden von den entsprechenden Projekten. Das ist fachlich-politisch nicht möglich. Ich glaube, dass es auch ganz, ganz relevant ist, was auch vorhin gesagt wurde, dass die Partizipation der Gemeinden und Communities stärker vorangebracht wird. Wir brauchen den Dialog mit den Akteuren in den muslimischen Gemeinden, gerade weil es diese Problemlagen gibt. Und da gibt es andere Voraussetzungen als die professionalisierten Projekte der Prävention beispielsweise. Und ein Generalverdacht sind eher Rückschritte in diesen Dialogen. Seit 2012 gibt es in Hamburg ja eigentlich gut laufende Strukturen und immer mehr Dialograhmen zwischen den Verbänden und der Politik beispielsweise, unabhängig dann auch von bestimmten Projekten, die es dazu dann als Begleitung gibt. Und ich glaube, dass die Ebene noch weiter verstärkt werden müsste. Dann die komplexe Frage danach, gehe ich einer Einladung nach aus der Perspektive der Politik und Wissenschaft in Strukturen, wo ich ja weiß, dass es dann auch entsprechende Akteure gibt oder auch entsprechende Aufrufe dann auch in der Vergangenheit gab, oder ist eine bestimmte Vorstellung von religiösen Praktiken gibt, die mir meinen moralischen Werten und demokratischen Grundlagen dann widersprechen. Diese Debatte bräuchte tatsächlich noch mal auch einen eigenen Rahmen. Es gibt darauf keine klare Antworten von Ja und Nein. Die Frage ist, von wem eingeladen,
Die Gemeindemitglieder dürfen nicht alle unter einem Dach gestellt werden, zu welchen Themen auch eingeladen. Wir haben ja auch verschiedene politische Akteure, unter anderem auch Vertreter der Grünen beispielsweise, die auch regelmäßig dahin gehen und auch debattieren im Kontext von Antisemitismus und Zivilcourage fordern. Also es lohnt sich, es ist lohnenswert auch aus dem Bereich der die Frage von Zusammenarbeit und wie es dann auch gelingen kann, auf lokaler und Bundesebene noch weiter darüber nachzudenken. Okay. Ich hätte erwartet, dass es einen Auftrag gibt zum Dialog, solange nicht erwiesen ist, dass man es mit Leuten zu tun hat, wo erwiesen ist, dass sie sich gegen unsere Grundordnung stellen. Es gibt diese Dialogstrukturen, die auch Hamburg sich als Auftrag selber gibt und die Regierung in Hamburg auch. Ich habe Sie jetzt verstanden, wenn weitere Mitglieder auf Bundesebene eingeladen werden zu bestimmten Themen. Das noch mal festgestellt, die Dialogebene ist eine Grundlage, die notwendig ist und die gibt es. Gut, Herr Heinisch, bitte. Gut, ich kann mich diesmal deutlich kürzer fassen. Also den Bereich Wissenschaft hatte ich ja schon abgedeckt. Im Bereich der Sicherheitsbehörden ist sicher noch eine weitere Spezialisierung auf die Thematik und auch eine Professionalisierung notwendig, vor allem im Sprachbereich. Wir haben es hier mit mehreren Dutzend Sprachen zu tun, in denen die Akteure miteinander kommunizieren können. Die Sicherheitsbehörden sind da, glaube ich, nicht vollständig auf diesem Level, diese Kommunikation nachverfolgen zu können und übersetzen zu können. Die Sensibilisierung der Sicherheitsbehörden auch, was den Bereich Verbindung organisierte Kriminalität und islamistische Strukturen betrifft, weil das läuft, glaube ich, mittlerweile läuft weitgehend zweitgleisig. Das sollte man besser miteinander verschränken. Dann im Bereich der Finanzierung durch die öffentliche Hand. Mir ist es komplett unverständlich, wie es sein kann, dass Ministerien bis hinunter zu den Kommunen Vereine fördern, die alljährlich im Verfassungsschutzbericht auftauchen. Also vom Verfassungsschutz als extremistisch eingestuft werden, sollte eigentlich heißen, dass eine solche Organisation von der öffentlichen Förderung ausgeschlossen ist, bis nachgewiesen ist, dass kein Extremismus mehr vorliegt und auch von Projekten ausgeschlossen ist als Projektpartner, die von der öffentlichen Hand in irgendeiner Form finanziert werden. Im Bereich Bildung haben Sie in Deutschland das Problem Religionsunterricht aktuell. Wir haben das in Österreich ein bisschen anders, weil die islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich als Körperschaft öffentlichen Rechts seit Ende der 70er Jahre anerkannt ist und den Religionsunterricht dort deswegen per Gesetz quasi über hat, sowohl was die Einstellung der Lehrkräfte als auch was die Unterrichtsmaterialien betrifft. Das Problem, was dabei auftauchte, in den ersten 15 Jahren wurde dabei das Buch Erlaubtes und Verbotenes im Islam von Yusuf al-Qaradawi, quasi sowas wie der Spiritus Rector der Muslimbruderschaft, als Unterrichtsbehelf verwendet. Nachdem das skandalisiert wurde, ist das verschwunden. Die Schulbücher, die jetzt verwendet werden, haben aber nach Auffassung mehrerer Experten auch eine sehr eindeutige Schlagseite in Richtung politisch-islamisch. Es tauchen immer wieder Religionslehrer auf, die eben nicht staatlich vorher überprüft werden, mit Extremismusbezügen in ihren Social-Media-Kontakten oder mit eindeutig extremistischen Aussagen. Also anders als in Österreich haben Sie hier in Deutschland auch die Möglichkeit, darauf zu achten, wer tatsächlich diesen Religionsunterricht leitet. Und ich warne davor, das zu leicht aus der Hand zu geben an Organisationen, die man hinterher nicht mehr kontrollieren kann. Und im Vereinsrecht noch ganz kurz, sollte wahrscheinlich die Möglichkeit geschaffen werden, extremistische Vereine einfacher aufzulösen. Das ist nach meinen Informationen hier genauso schwierig wie in Österreich. Das ist historisch begründbar, warum das so schwierig ist. Wir haben nur das Problem, also in Österreich die Moschee, die der Attentäter vom 2. November verwendet hat, in der er regelmäßig gewesen ist, die seit 10 bis 15 Jahren wird vor dieser Moschee gewarnt, weil sie extremistisch ist, extremistisch-salafistisch ist. Sie wurde von den Behörden gesperrt nach dem Attentat, ist jetzt gerichtlich wieder geöffnet worden, weil nach dem Vereinsrecht nachgewiesen werden muss, dass die Moschee selbst an kriminellen Handlungen beteiligt ist, beziehungsweise der Vorstand im Rahmen seiner Vorstandstätigkeit kriminell gehandelt hat. Die Moschee ist wieder offen. Und zuletzt, analog zu Frankreich, sollte die Möglichkeit geschaffen werden, extremistische Prediger in einem Schnellverfahren auszuweisen und ihnen auch die Wiedereinreise zu untersagen, sofern sie nicht europäische Staatsbürger sind. Wir haben wirklich das Problem von Wanderpredigern, die durch ganz Europa durch die Moscheen ziehen und dort ihren Extremismus unter die Gläubigen bringen. Professor Kochid. Also nur ergänzend auch zu der Frage Finanzierung internationaler Strukturen.
Wir brauchen mehr Transparenz, und das bedeutet, alle Rahmenbedingungen die müssen geschaffen werden, um mehr Transparenz hier zu schaffen. Das wäre, wie gesagt, ich wiederhole nur, was ich vorhin gesagt habe, dass wir mehr erfahren, mehr wissen über die Finanzierungskanäle und wie sie verlaufen. Zusammenarbeit mit einigen Ländern, auch einige Länder, die vorhin benannt wurden. Es gibt einige Länder, die auch eigene Programme haben gegen Muslimbrüderschaft, und vielleicht wissen sie auch mehr über die internationalen Vernetzungen, was die Finanzierung angeht. Und da braucht es mehr internationale Zusammenarbeit. Das ist kein Thema, das allein national zu bewältigen wäre. Nächster Punkt wäre auch, und das ist Appell an die Politik, auch hier Druck zu erzeugen, gerade Richtung Länder, wo wir wissen, dass sie den politischen Islam finanzieren. Also Stichwort WM jetzt, und der Rest kennen Sie. Allerletzter Punkt hier, Alternative schaffen, das wurde mehrfach auch gesagt. Es geht nicht nur darum zu kritisieren, sondern Alternative für die Finanzierung, Stichwort Moscheesteuer, dass man sich kreative Gedanken macht, wie können wir von Muslimen auch Steuern erheben für die Muslime selbst, für die Finanzierung von ihren Strukturen, für Moscheegemeinden, um sich unabhängig und vor allem nicht nur unabhängig zu machen, sondern für Transparenz zu schaffen, zu sorgen. Frau Oehlmann, bitte. Dankeschön. Schließe ich direkt an. Ich wurde gefragt, wie wir unterscheiden können zwischen politischem, legitimem politischem Engagement und legalistischen Akteuren und welche Vorschläge quasi aus der Zivilgesellschaft formuliert werden können. Das ist tatsächlich eine sehr komplexe Frage. Ich versuche mich hier kurz zu fassen. Natürlich geht es um Dialog, das wurde hier vorhin angesprochen. Auch mit problematischen Akteuren sind wir als Zivilgesellschaft in der Lage, durch unsere tägliche Arbeit im ständigen Dialog ins Gespräch zu gehen und in den Aushandlungsprozess zu gehen. Das heißt auch hier, wenn die Trennung nicht ganz offensichtlich sein mag, muss man den Dialog aufrechterhalten. Und ganz wichtig, da kann ich nur wiederholen, dass wir keine Gruppierung dem Generalverdacht unterstellen. Wir sollten in Deutschland ein muslimisches Leben fördern und Akteure darin unterstützen, einen modernen Islam in Deutschland zu leben. Und dazu gehört selbstverständlich auch demokratisches und politisches Engagement, was unsere Demokratie nur vielfältiger und lebendiger und bedeutsamer macht. Denn alle Menschen, die hier leben, das muss ich eigentlich gar nicht sagen, das ist eine Selbstverständlichkeit, aber die sollten auch sich politisch engagieren dürfen, wenn dies nicht gegen die FDGU gerichtet ist. Das ist ganz klar. Ich kann in dem Fall direkt anschließen mit der zweiten Frage zu den Wechselwirkungen zwischen antimuslimischem Rassismus und politischem Islam oder legalistischem Islamismus. Keine Frage, zwischendurch war hier Unklarheit, ob es überhaupt antimuslimischen Rassismus gäbe. Den gibt es selbstverständlich. Menschen wie Frau Kador erleben das jeden Tag, viele Menschen, mit denen wir regelmäßig zusammenarbeiten. Das heißt, das muss ich hier hoffentlich gar nicht mehr erklären. Und natürlich gibt es auch Wechselwirkungen zwischen beiden Phänomenen. Um es kurz zu machen, negative Effekte von einem Fokus auf muslimische politische Beteiligung führt einerseits zu einem Generalverdacht und kann zu Ausgrenzung führen. Ausgrenzung wiederum kann auch bei Akteuren dazu führen, dass sie leichter ansprechbar sind für Akteure aus einem radikalen Spektrum. In der Wissenschaft und auch in der Praxis ist es bereits anerkannt, dass Ausgrenzungserfahrung und auch Erfahrung von antimuslimischem Rassismus als Push-Faktoren für Radikalisierung gelten. Dennoch möchte ich an der Stelle betonen, dass wir antimuslimischen Rassismus nicht unter dem Gesichtspunkt der Islamismusdebatte betrachten sollen. Antimuslimischer Rassismus ist ein Problem für sich und bedarf Aufmerksamkeit. Da gibt es auch im Rahmen von Demokratie leben, vom Bundesprogramm, viele gute Initiativen, die sich hier engagieren. Das heißt nochmal, Generalverdacht und das kritische Beäugen von legitimer politischer Beteiligung kann zur Ausgrenzung führen und wiederum negative Folgeeffekte nach sich bringen. So viel erstmal dazu. Danke. Vielen Dank, Frau Oehlmann. Dann Professor Rohr. Dankeschön. Zur Frage von Frau Kador, welche sind die Alternativen zu dem, was wir hier diskutieren? Ich würde sagen Ergänzungen. Also das muss man machen. Man muss politischen Extremismus bekämpfen, egal wie er begründet wird. Aber das kann es alleine nicht sein. Der große Bereich der Prävention ist langfristig wahrscheinlich noch wichtiger.
Was kann der Staat tun? Was können Kommunen tun? Nun, möglichst die Vielfalt des muslimischen Lebens und der muslimischen Organisationen wahrnehmen. Es gibt ja auch liberale Organisationen, die man möglichst an den Tisch holen sollte. In Nordrhein-Westfalen tut ja da das eine oder andere, kann man nur empfehlen. Und zwar vor allem die, die dann auch so liberal sind, dass sie keinen Exklusivitätsanspruch für sich selber nur beanspruchen. Wichtig scheint mir immer, auf die konkreten Akteurinnen und Akteure zu achten. Das gilt insbesondere für Großorganisationen, von denen ich weiß, dass es interne Opposition gibt. Das heißt, je nachdem, in welchem Kontext man sich befindet, kann es durchaus hilfreich sein, wenn man bestimmte, wie soll ich sagen, Richtungen innerhalb einer Großorganisation unterstützt, die man wohlgemerkt tatsachengestützt, glaubhaft unterstützen kann im Sinne Wege zu rechtsstaatlicher Akzeptanz und zu, ja, man will Teil des Systems sein. Und solche Wandlungsprozesse gibt es durchaus. Man muss das sicherlich kritisch ansehen und nicht jede öffentliche Äußerung ist gleich ein Indikator. Aber auf der anderen Seite muss man wahrnehmen, es gibt solche Wandlungsprozesse. Und Herr Heinisch liefert mir die Vorlage, wir haben in Deutschland in der Tat islamischen Unterricht, wie immer der heißt, oder auch eine islamische Theologie, wie wir wissen, an unseren Universitäten. Und ich habe schon den Eindruck, dass die jeweils zuständigen staatlichen Behörden da sehr genau darauf achten, wer da kommt und vor allem auch, was da gelehrt wird. Mir ist kein einziger Fall bekannt, und das ist wirklich ein Bereich, in dem ich auskenne, in dem irgendwelche Äußerungen getan worden wären in unseren Klassenzimmern oder Universitäten, die man in diesen Bereich des extremistischen Islam einordnen könnte. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Und ich bin Jurist und war Oberlandesrichter. Ich bin nicht naiv in diesen Dingen. Aber ich brauche schon Tatsachen, bevor man dazu zu Einschätzungen kommt. Ich glaube, es ist immens wichtig, dass wir die Leute ins Boot holen. Und Generalverdacht bewirkt genau das Gegenteil. Das bewirkt eine Wagenburg-Mentalität und behindert im Grunde auch diejenigen, die versuchen, sich auf den Weg zu machen oder auch schon längst auf dem Weg sind. Und das muss man halt schon, ich kann mich an Frau Oehlmann anschließen, nüchtern feststellen. Es gibt massive Diskriminierung von Musliminnen und Muslimen in diesem Land, und zwar auch von Menschen, die nur als solche wahrgenommen werden, Hindus oder Christen mit dem falschen Nachnamen sozusagen, auf dem Wohnungsmarkt, auf dem Arbeitsmarkt. Da haben wir leider unschön viele Daten zu diesem Thema. Und weil du, lieber Mohammed, davon gesprochen hast, warum Muslimfeindlichkeit und nicht allgemeiner Menschenfeindlichkeit. Absolut d'accord. Muslimfeindlichkeit ist ein Element von Menschenfeindlichkeit. Und es gab ja hier auch schon einen Antiziganismusbericht und einen Antisemitismusbericht von jeweiligen Kommissionen. Also Muslimfeindlichkeit ist nur eine Facette des Ganzen, aber vielleicht eben doch eine wichtige, weil wir eine Informationsasymmetrie haben. Mit Islamismus beschäftigt man sich in diesem Land spätestens seit 20 Jahren, seit 9/11, und zwar sehr intensiv. Und wir haben Vertreterinnen und Vertreter von Behörden da, die das besser wissen als ich. Während, soweit ich weiß, nur das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz, sehen Sie es mal nach als bayerischer Landesbeamter, die Kategorie des verfassungsschutzrelevanten Muslimfeindlichkeit bisher eingeführt hat. Also sehr viel später und, soweit ich weiß, eine von 17 Behörden, die sich nun dieser Problematik annimmt. Es gibt keine Lehrstühle für politischen Islam, aber auch keine für Muslimfeindlichkeit. Wir brauchen Informationen. Wir brauchen Informationen, glaube ich, in allen Bereichen. Und das eine tun und das andere nicht lassen, wäre dann mein Resümee. Vielen Dank, Herr Dr. Schindler. Vielen Dank. Kurz zur Einordnung der Frage. Also der FETF Bericht ist die zweite Evaluierung des deutschen Systems, bei dem es nicht darum geht, ob Regeln bestehen oder Gesetze bestehen, sondern wie effektiv die Gesetze und Regeln sind in der Verhinderung von Geldwäschebekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Und dort im Bereich, wie geht Deutschland mit gemeinnützigen Organisationen um, die gefährdet sind für Geldwäsche oder Terrorismusaktivitäten missbraucht zu werden, ist das Urteil der FETF in Koordination mit Deutschland. Und Deutschland hatte den Vorsitz der FETF zu dem Zeitpunkt inne, also kann man davon ausgehen, dass es eine gute Koordination war mit der FETF, hat das Votum moderat erreicht. Hört sich schön an, ist aber die zweitschlechteste Note, die die FETF vergeben kann. Kritik war die Zersplitterung der Informationen. Also Vereine sind eben, wie schon erwähnt, wenn sie gemeinnützig sind, beim lokalen Finanzamt nirgendwo zentral registriert. Die Daten sind dort alle gespeichert, fallen unter das Steuergeheimnis. Die Grunddaten sollen erst ab 2024 offengelegt werden. Es gibt unbegrenzt Bargeldtransfers, Möglichkeiten hier in Deutschland. Es gibt Hawala-Banking, das mit anständig reguliert und auch sehr schwer nur zu verfolgen ist. Der Herr Seelen hat es ja auch gesagt. Alle diese Punkte führen
dazu, dass es, wenn es um die Abwehr des Missbrauchs gemeinnütziger Strukturen geht, Deutschland eben nur die zweitschlechteste Effektivitätsnote bekommt, die FATF zu begeben hat. Deshalb habe ich in meinem Bericht auch noch mal darauf hingewiesen, dass es eben heute um den legalistischen Islamismus geht, aber selbst wenn hier absolute Einheit über die Definition des Begriffes und das Problem bestehen würde, würden Sie bei der Finanzierungsabwehr weiterhin auf die gleichen Probleme stoßen, wie es dann auch in der Zukunft zu debattieren ist, wenn das Innenministerium dem BfV überträgt, wie es im Aktionsplan ja angekündigt wird, die Aufklärung der Finanzierung des Rechtsextremismus zu bearbeiten. Auch dort ist genau das gleiche Problem, mangelnde Transparenz, begrenzte Befugnisse. Und dort wird auch von durchaus legalen Aktivitäten wie Konzerten oder Verkauf von Waren gesprochen. Also hier stellt sich das Problem zwar heute zu diesem Extremismusphänomen, es ist aber ein Grundproblem, wie Deutschland mit Extremismusfinanzierung ausgeht. Oder man trifft die Entscheidung, dass man eben akzeptieren muss, dass Extremismus in Deutschland, wenn es um die Finanzierung angeht, nur mit gebremster Handbremse bearbeitet werden kann. Vielen Dank. Frau Schönenbach. Zur Frage, ob der Expertenkreis weitergeführt werden sollte zum Thema Islamismus. Soweit ich weiß von den Anhörungen und den Anfragen im Bundestag, gibt es ja Expertenkreise zum Beispiel zum Thema Muslimfeindlichkeit, was ich sehr, sehr begrüße. Was fehlt, und ich glaube, das wird in dieser Debatte sehr deutlich, ist ein Gesamtkonzept. Also wir haben mittlerweile sehr viele Themen angeschnitten. Wir haben die Finanzierung angeschnitten, um die es eigentlich geht, dabei hauptsächlich die ausländische Finanzierung. Mittlerweile sehen wir allerdings, dass es innerhalb von Deutschland Finanzierung von Personen und Organisationen mit extremistischen Verbindungen gibt. Das heißt, hier wäre zum Beispiel Aufklärungsbedarf darüber, wie geht der Staat damit um, wenn es über die diversen staatlichen Fördermaßnahmen die Gefahr gibt, dass das Geld an bestimmte Organisationen fließt. Wie gehen wir damit um, dass es bei der Präventionsarbeit, die in Deutschland auch durch die föderale Struktur stark aufgeteilt ist zwischen BMI, Bundeszentrale für politische Bildung, Bundesamt für Migration und so weiter, dass es da ein Kommunikationsproblem gibt, wie man einheitlich evaluiert. Wir haben kaum eine Evaluationsstruktur, die inhaltlich evaluiert, sondern eher, was wurde durchgeführt, in welchem Rahmen. Und das wurde dann abgenickt. Eine inhaltliche Evaluation fehlt, vor allem evidenzbasierte Forschung fehlt. Der Bedarf an wissenschaftlicher Forschung ist ja schon angesprochen worden. Aber es müsste eben auch in der Praxis mehr Forschung geben. Ein Punkt noch zu der inländischen Finanzierung, weil Sie angesprochen haben, dass es natürlich auch ausländische Finanzierung über Saudi-Arabien gibt, nicht nur Katar und so weiter. Das stimmt. Allerdings hat das stark nachgelassen. Und wir sehen gerade dadurch eine Bewegung hin von bestimmten Organisationen, die versuchen, an staatliche Gelder zu kommen. Und das sind durchaus dann nicht immer religiös, also Organisationen, die sich in irgendeiner Form religiös nennen, sondern eben irgendwie anders konnotiert sind. Und die dann sich auch bei Präventionsprogrammen und so weiter einklinken. In dem Zusammenhang noch die zweite Frage, die auch untersucht werden müsste in einem Expertenkreis, und zwar, was hier angesprochen würde, die Körperschaftsfrage. Das Legalisieren und Sichtbarmachen und Institutionalisieren von Glaubenspraxis, was meiner Ansicht nach sehr, sehr wichtig ist. Allerdings haben wir noch keinen Weg gefunden, ist die Annahme tatsächlich in der Praxis zu bestätigen, dass das zu einer, sagen wir mal vorsichtig, Deradikalisierung, Liberalisierung, wie auch immer man das nennen will. Ich will nicht wieder in die Begriffsdebatte reinsteigen, führt. Wenn Sie sich zum Beispiel eine der Religionsgemeinschaften angucken, die in Hessen und Hamburg den Kirchen gleichgestellt ist, die Ahmadiyya Muslim Jamaat, die überhaupt nicht zur Gewalt aufruft, aber durchaus gerade im Themenbereich Gleichberechtigung sehr, sehr staatsferne Meinungen vertritt, die auch weisungsgebunden sind an den Kalifen in London, müsste man sich überlegen, ob das sozusagen automatisch zum gewünschten Effekt führt, nämlich zu einer Schaffung eines deutschen Islam oder eines liberalen Islam. Worauf ich hinweisen möchte, ist alle, also auf jeden Fall gibt es genug Forschung. Ich denke, das ist Forschungsbedarf, das ist deutlich geworden. Worauf ich hinweisen möchte, nochmal zum Abschluss, ist die Notwendigkeit eines Gesamtkonzeptes beim Bereich Extremismusbekämpfung. Nicht nur bei Islamismus, sondern vor allem auch die Überlappung der Phänomene. Also es gibt starke Überlappungen bei Islamismus und Rechtsextremismus, teilweise auch zum Linksextremismus. Aber um das zu bekämpfen,
wie ich als Finanzexpertin würde ich eben sagen, die Blackboxen der Vereine wären ein großer erster Schritt. Das ist aber nur ein erster Schritt, sondern man müsste tatsächlich ein Gesamtkonzept haben, was gegen Islamismus wirkt. Vielen Dank. Und Herr Seelen, Sie lassen mir eine Minute für den Schluss. Ansonsten haben Sie das Wort. Ja, die eine Minute, das schaffen wir. Herr Fiedler, wir haben besondere Herausforderungen in bestimmten Feldern. Wo wir ganz gut aufgestellt sind, ist das, was beispielsweise im Bereich Vereinsverbote läuft. Das BMI hat ja ANSA International beispielsweise 2021 verboten, auch Betätigungsverbote wie zum Beispiel gegen Hisbollah 2020. Die helfen uns, da Aktionen jeglicher Art im Endeffekt einzuhegen, zu unterbinden. Das ist die eine Seite. Immer wenn es zu terroristischen Aktivitäten kommt, auch da haben wir die Instrumente. Da geht es eher um die Frage von Ressourcen und tatsächlichen Hemmnissen, wenn ich beispielsweise Beschränkungen aus dem Marktortprinzip denke, internationale Transaktionen, die aus Deutschland herausreichen oder nach Deutschland reinreichen, ja, aber die Kette von Finanztransaktionen aufzuklären, da stoßen wir an tatsächliche Probleme. Das ist das zweite Feld, wo wir überhaupt keine Themen haben, weil wir weder zuständig sind noch diese Aktivitäten in irgendeiner Form beleuchten müssten, sind natürlich Gemeinden, Organisationen, die weder in unseren Spektrum fallen noch in irgendeiner Form beleuchtet werden müssten. Das ist auch der Diskurs beispielsweise, auch der kritische Diskurs mit Religion, der kritische Diskurs mit Gesellschaft. Das sind nicht unsere Themen. Wo wir allerdings eine Lücke sehen, ist immer dann, wenn legalistischer Islamismus sehr bewusst auf die zentralen Elemente verzichtet, die uns Finanzermittlungen eröffnen würden. Namentlich, wenn gerade nicht zur Hass- oder Willkürmaßnahmen gegen Teile der Bevölkerung aufgestachelt wird, gerade nicht konkret und benannt Menschenwürde durch Beschimpfen, böswilliges verächtlich machen oder Verleumden angegriffen wird, wenn nicht klar zu Gewalt aufgerufen wird oder Gewalt befürwortet wird, aber gleichzeitig durch zentrale Aussagen nicht nur in Frage gestellt wird, sondern verleugnet wird, was im Endeffekt zentrale Elemente der Gesellschaftsordnung, sprich die freiheitlich-demokratische Grundordnung, betreffen. Soll heißen, wenn beispielsweise Rechtsstaatlichkeit und Rechtsstaatssystem in Gänze in Frage gestellt werden wird und ein anderes System, nämlich islamisches Recht, über staatliche Institutionen und staatliche Entscheidungsfindungsprozesse gesetzt wird. In diesen Fällen oder aber auch da sind die Grenzen natürlich fließend, aber das wissen genau die Akteure des legalistischen Islamismus sehr genau, wo gesellschaftliche Grundvereinbarungen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung gerade in Frage gestellt werden. Gerade da greifen unsere Finanzermittlungsbefugnisse aus dem Paragraphen 8 Absatz 1 nicht. Und das ist die Lücke, die unsere Tätigkeit limitiert. Es ist natürlich eine Entscheidungsfindung, die anderswo getroffen werden muss, ob man mit dieser Limitierung leben möchte oder hier praktisch diese Einschränkungen dann wegfallen. Im Übrigen gilt das auch für, Herr Steinberg hat das gerade angesprochen, Beeinflussung von außen, beispielsweise durch Iran, oppositionellen Ausspähung, was eine sehr kritische Fragestellung ist, wo Proxys genutzt werden, oder aber auch Einflussnahme durch entsprechende Proxys. In diesen Feldern helfen Finanzermittlungen nach dem Follow-the-Money-Grundsatz, würde man da im Endeffekt Ross und Reiter deutlich stärker benennen können. Da ergeben sich Limitierungen aus den gerade geschilderten Aspekten. Sorry, nur die Frage war nach Verbindung zum Rechtsextremismus. Macht es gleich bilateral, dann können wir die Sitzung jetzt pünktlich schließen. Ich bedanke mich im Namen der Mitglieder des Ausschusses sehr, sehr herzlich für Ihre Teilnahme und vor allem auch für Ihre Beiträge.
Ich wünsche, dass alle, die zugehört haben, nicht nur gewartet haben, bis einer genau das sagt, was man schon denkt, sondern vielleicht auch sich mal berühren lässt von etwas, was einem zunächst mal irritiert. Aber es ist, glaube ich, auch deutlich geworden, dass man nicht einfach alles, was gesagt worden ist, in einen Topf schmeißt und man hat dann schon ein Konzept. Also es ist nicht unbedingt klar von wissenschaftlicher oder Expertensicht, wohin die Reise geht, sondern es geht um politische Entscheidungen. Und da, wo es klar ist, ich nenne jetzt mal das Beispiel Finanzierung dann von innen ermöglichen, wenn man es von außen nicht will, da sind die Wege nicht klar oder sie sind schwer zu begehen. Da werden wir dran weiterarbeiten müssen. Ich wünsche uns miteinander einen Konsens, der zweifach ist. Einmal, dass wir niemanden in diesem Land in Sippenhaft nehmen und egal, wo jemand herkommt oder woran er oder sie glaubt, wenn er sich anständig verhält und hier anstrengt, dass die Menschen hier sich willkommen heißen können und voll dazugehören können. Das ist der eine Teil. Und ich wünsche mir den zweiten Teil, dass wir wissen, dass wir eine wehrhafte Demokratie sind und eine wehrhafte Demokratie sein müssen und auch alles tun, um Extremismus jeglicher Art zu bekämpfen. Wenn wir uns davon leiten lassen, dann werden wir sicherlich auch zu guten Lösungen kommen. Allen einen guten weiteren Tag und bis spätestens Mittwoch im Ausschuss an die Kolleginnen und Kollegen.